Sie hören Psycho und Querz Podcast, der Podcast zu unserem YouTube-Channel www.youtube.com/psycho198. Ich hoffe, Sie haben Spaß mit den angesprochenen Themen und wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung. Hallo, hier ist der Quert. Und ich begrüße euch zu einem neuen, ich weiß es noch nicht. Das kommt ganz drauf an, wie lange wir reden. Entweder ein Podcast oder ein... Und ich habe schon wir gesagt. Das heißt, es ist doch eine andere Person mit dabei und die stellt sich jetzt vor. Ja, salam alaikum, Freunde. Ich bin Ishma hier bei dem guten Quert. Bei seinem, was das hier auch wird. Und ich freue mich, da zu sein. Ja. Punkt. Ja. Genau. Tag. Ja, und wir haben ein bewegendes Thema, zumindest für die Halo-Community, denn sie ist leider auch davon betroffen. Leider. Oder vielleicht auch Gott sei Dank, ich weiß es nicht. Xbox, ja. Ja. Die ja. Neue Xbox. Xbox One. Go home, Xbox, you're drunk. Ja, kreativer Name auf jeden Fall. Das war der erste Gedanke. Ich dachte... Bevor sie es vorgestellt haben, boah, Xbox Infinity, boah, das hat ja was mit Halo 4 zu tun. Ah nein, es ist Xbox One für One, all in one, dudum, dudum, bum. Und ja, das war auch so die, das was eigentlich so auf der Präsentation hauptsächlich zu sehen war, nämlich das Entertainment-System Xbox. Ja, genau, und das hat auch so einige Leute aufgestoßen. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht wiederholen, was alles zu sehen war, weil das sollte jetzt mittlerweile schon jeder wissen. Wenn nicht, werde ich einfach irgendwie schauen, dass ich die Präsentation noch irgendwo auftreibe und einen Link in die Beschreibung poste. Oh, in die krasse Beschreibung. Aha. Die Sache ist einfach die, bezüglich Multimedia-System All-in-One, dass, so wie ich denke, Xbox es wirklich versucht hat, alle Medien in ein Gerät zu packen, was ja ein sehr schöner Gedanke ist, nur dann bei den VHS-Kassetten wurde es dann langsam knapp. Dann haben sie sich gesagt, wir lassen das Ding einfach nach einem VHS-Kassettenrekorder aussehen. Dann haben wir den Teil wenigstens zur Hälfte mit drin. Ich weiß gar nicht, warum jeder das Design von der Xbox hatet. Gut, es ist jetzt nicht sonderlich innovativ, ein schwarzer Kasten mit Riffeln oben auf einer Seite. Ja, es ist, ich habe gedacht, da ist mehr Aerodynamik drin und so. Stell dir vor, du stellst das Ding in den Windtunnel. Das fliegt dir um die Ohren, das Ding. Stimmt schon, beim Lüften, das wäre schon sehr unpraktisch. Nein, aber ich finde das jetzt eigentlich, ich finde es steril, es ist einfach so, es ist halt... Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, abkotz und lass mal die komischen Riffeln zu zementieren. Ja, also ich weiß nicht, ich muss sagen, wenn es wäre jetzt nicht schlecht gewesen, wenn das ein bisschen anspruchsvoller ausgesehen hätte, das ganze Gerät, aber ich muss jetzt schon sagen, dass ich jetzt eigentlich nicht finde, dass sie jetzt der komplette Abfuck ist, wie sie zum Teil von, also ein Kumpel von mir hat gar nicht mehr aufgehört, hallo Adrian, hat gar nicht mehr aufgehört, da über das Design zu schimpfen. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ich finde es halt jetzt eigentlich ganz neutral. Es ist halt sehr, wie nennt sich das? Schlicht. Genau. Oh. Nobel. Oh. Hat eigentlich Sony bezüglich ihrer PS4 überhaupt schon mal einen Screenshot abgegeben? Es gab irgendwie so, ich weiß, ich habe das Ganze mit der PS4 nicht so verfolgt, weil es mich leider nicht so interessiert, da ich Xbox-Spieler bin. Aber es scheint irgendwie so ein Teaser-Video gekommen zu sein, wo man so ganz verschwommen und hin und wieder scharf einige Ecken und Kanten gesehen hat. Ach das, oh mein Gott, ja. Was ich aber gut finde, was ich jetzt auch erst letztens lesen musste, dass Xbox jetzt endlich mit dem Blu-ray-Player nachgekrochen kommt. Ja. Dass der endlich dabei ist, endlich. Davor gab es ja diese HD-DVD, da gab es so ein, oder wie auch immer hieß. HD-DVD, ja, das ist, ja, da hatten wir, gab es so einen extra Player für die Xbox 360. Du konntest ja noch so anschließen per USB oder so, das war voll das Ding. Oh, wie mies. Das war schon ziemlich erwärmend. Das ist so selbst ins Knie geschossen wieder. Aber, ja, sagen wir so, okay, also sie kommen jetzt, gut, es war auch irgendwie klar, dass sie jetzt langsam mit dem Blu-ray-Player kommen müssen, weil
sich Blu-ray dann doch im Gegensatz zu der DVD da als Standard durchgesetzt hat. Also statt dieser HD-DVD oder wie die auch immer heißt. Und ja, das wäre dumm gewesen, wenn sie da nicht nachgerüstet hätten. Weil so in letzter Zeit überlege ich mir so, ja, ich würde mir jetzt gerne ein paar Serien oder Filme auf Blu-ray holen, ja, ich habe aber keinen Blu-ray-Player. So, ich habe ja aber eine Konsole stehen, die Blu-ray hätte haben können. Bam, badam, und deswegen sitze ich immer da und wieso kannst du das nicht? Warum? Und wieso kann warum die PS3 das? Ja. Ich meine, eine DVD, ja okay, aber wie sieht das aus auf einem LCD-Fernseher? Nee. Wie sieht das aus? Ja, das war schon irgendwie jetzt langsam halt dringend nötig. Ja. Was ich aber viel interessanter finde und erstmal muss ich sagen, dass ich persönlich die Präsentation eigentlich gar nicht so schlecht fand wie alle anderen. Jeder hat irgendwie rumgenörgelt, ja, man hat gar keine Games gesehen und so. Das habe ich aber persönlich auch nicht erwartet, weil es war eben die Vorstellung der Xbox und nicht der Games, der meiner Spiele, Meinung nach. Ja. Ja, und das andere, die Vorstellung der Spiele ist dann die E3 und weil das Ganze schon so nah an der E3 dran ist, glaube ich zumindest, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann die E3 ist. Ich glaube, zweiten Woche im Juni kann das sein. Irgendwie sowas, kein Plan. Auf jeden Fall, die E3 scheint nicht mehr weit fern zu sein und dass sie dann nicht so viel über Spiele zeigen, war erstens irgendwie schon absehbar und zweitens habe ich ehrlich gesagt, also ich persönlich habe auch nicht so viel über Spiele erwartet, weil mich eigentlich eher das Gerät an sich interessiert hat und nicht die Spiele, die dann drauf, also die interessieren mich natürlich auch, aber ich habe die Präsentation eigentlich eher als reine Xbox-Präsentation angesehen und nicht als Xbox-Spiele-Präsentation und deswegen war ich da persönlich jetzt nicht so enttäuscht, aber sagen wir so, das Internet hat ja gezeigt, dass die Xbox One mit ihrer Präsentation nicht wirklich viel besser angekommen ist als PS4 mit ihrer Präsentation, wenn nicht sogar deutlich schlechter und eben unter anderem aus dem Grund, weil keine Games wirklich vorgestellt wurden und dann nur so vorgerenderte Trailer und so Zeug und ja. Das scheint ziemlich viele sehr enttäuscht zu haben. Ja, ich finde das ja auch nicht schlimm, weil ich meine, ja, sie stellen die Konsole vor und heutzutage ist ja der Begriff Konsole soll ja nicht mehr Konsole sein, sondern Home Multimedia Entertainment System. Ja, zumindest versuchen sie das immer wieder zu ändern. Ja, ich meine, sie sind auf einem guten Weg hier mit den ganzen Apps und Browser. Und apropos Apps, das finde ich auch sehr interessant, um mich hier nochmal kurz zu unterbrechen. sie haben ja gesagt, dass jetzt irgendwie so drei Systeme darauf laufen sollen, also drei Operating Systems. Und zwar, sehr interessant, einmal eben das Xbox-Zeug für Games, dann irgendwie was beides verbindet und das andere von, wenn ich schon von beiden spreche, wird der Windows 8 Kernel sein. Und wie du gerade eben angesprochen hast, Windows 8 Kernel. Das ist irgendwie so der Kern eines Betriebssystems, glaube ich, so der... Ich bin ja kein wirklicher Programmierer. Anstatt ich das einfach Core zu nennen, nennt man es Kernel, so wie ein Körnchen. Oh Gott. Es wird sicherlich irgendeinen Sinn haben, keine Ahnung. Ich habe, was Programmieren Microsoft angeht, habe ich bis Sinn? Jetzt. Naja, man weiß es noch nicht. Heute als neues spezielles Feature in der neuen Xbox ein Sinn. Sinn! Kaufen Sie sich heute Sinn und Sie kriegen einen Sinn gratis dazu. Egal, aber worauf ich hinaus wollte, war. Was war es eigentlich? Genau, Windows 8. Der Kernel, ja. Genau, keine Ahnung, warum das Kernel heißt. Ich persönlich habe mich nur mal an C++ versucht und bin wieder mal kläglich gescheitert, wobei ich es seit neuem wieder angefangen habe. Mit anderen Worten, ich habe nicht viel Ahnung von Programmieren. Also zumindest nicht von der Art komplexen Zeug wie ein ganzes Betriebssystem. Deswegen haben die da schätzungsweise hunderte an Leuten an einem Betriebssystem. Ach, Details. Deswegen, genau. Weiß ich auch nicht genau, warum es Kernel heißt und was es genau bedeutet. Aber es hat was mit dem Programmieren zu tun. Nämlich irgendwie alles hat eine andere Architektur oder so. Und deswegen muss man bei allen verschiedenen Geräten immer unterschiedlich programmieren. So, da sie jetzt auch versuchen, ihr ganzes Ökosystem soll heißen Windows 8, Windows Phone und Xbox näher zusammenzubringen, könnte es für die Entwickler sehr einfach werden, die Apps, die sie programmieren, zwischen diesen drei Systemen hin und her zu portieren.
Ja. Und das würde eigentlich nur in allen Belangen positiv für den Xbox-Nutzer sein. Denn warum eigentlich keine Apps an der Xbox? Ne? Ist doch eigentlich ganz lustig. Und wir haben endlich Genau. Skype. Was? Wir haben Skype. Also Wie? Wir haben's geil. Skype an der Ach, Xbox One. Skype, ich hab verstanden. Uah, schon geil, wir haben's geil, wir haben's geil. Ach so, ja. Ja, Skype ist lustig, ja. Skype Das. ist. Also, ja, genau, das war das, was mich so, sagen wir, ja, fast begeistert hat, dass angeblich du mit Skype alle Dinge auf deiner Xbox machen kannst, während du in einem Videochat bist. Was Ja. heißt du, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt kompatibel ist, wenn du jetzt mit einem, du bist an deiner Xbox und laberst währenddessen mit einem von seinem Windows 8 Rechner und dass das alles noch kompatibel ist, wovon ich ausgehe. Na. Und dass da war auch dieses coole Bild, oh, der guckt sich gerade der Hobbit an mit dem fetten Gandalf und dann in der Ecke hast du das Bild von deinem komischen Kumpel, der das noch hässlicher aussehen lässt, als es schon vorher gewesen ist. Und das hört sich gut an, vor allem wenn du dann Game zockst, wenn das Fenster jetzt nicht so groß ist, dann. Ich habe ja irgendwo aufgeschnappt, ich weiß noch nicht mehr wo, aber das ist ja nichts Neues. Ich habe irgendwo aufgeschnappt, dass irgendwer behauptet hat, dass eventuell Skype die Xbox Live Party ersetzen wird. Ah ja, da war was. Wie fändest du das? Was ich nicht schlimm finden würde an Ich sich. eigentlich auch nicht, weil wenn Warum Skype auch? Ich das meine, Gleiche machen kann, dann warum nicht? ja, ich meine, Skype, ja, ist halt so, dann ist Ja. es halt Skype, dann hat jeder Skype auf auf seiner Konsole, am besten vorinstalliert natürlich. Na. Ja, und dann würde ich sagen, dass das dann so hinhaut. Ich Das ist glaube, die ziemlich werden cool. das dann auch so arrangieren. Also entweder ist egal, ob sie jetzt Skype oder eine Party haben, dass auch mehr Leute in die Party könnten. Das wäre natürlich auch ziemlich cool, finde Das ich. wäre auch cool, ja. Ich weiß gar nicht, wie viel kann Weil ich maximal bei Skype zusammen labern? bei Skype sind es nicht auch nur 8? Ich glaube nämlich auch. Und Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich denke nur 8. ja. Ich meine, sie könnten das ja gleich mit erweitern, da sie ja gesagt haben, die Freundesliste geht jetzt auch bis 1000 Echt? Freunde. Also Geil. hast du es nicht mitbekommen? Nein, das habe ich nicht mitbekommen. Oh, das ist ja Ich war mit an sich Twitter nicht schon ziemlich cool. gecatcht. Aber ich meine, wer braucht so viele Freunde? Ich meine, Also man ich hat finde doch es sich schon. selbst, man ist doch egoistisch. Also ich finde es schon sehr praktisch, weil meine Freundesliste ist durchgehend voll. Ich glaube, ich habe immer nur so einen Platz, den ich frei habe für andere Leute. Und das Ja, ist. sobald dich jemand anderes anfragt, den du drin haben willst, dann muss irgendein anderer daran dran glauben. Ja, Also und das, keine Ahnung. letztendlich hat man zu viele Freunde, die man nicht kennt oder die man gar Ja. nicht braucht. Also das klingt jetzt schon sehr unfair. Das große Es Problem, was klingt ich. hart, aber Also es ist eigentlich, so. ich habe ja, ich spiele dann auch immer wieder mit den Leuten eigentlich, die ich in meiner Freundesliste habe, zumeist. Aber das große Problem, was man halt immer hat und was ich finde auch jeder irgendwie immer hat, es gibt immer so Art, wenn man so will, wenn auf der Xbox so Anführungsstrichen klicken, ja, so einen seinen Freundeskreis, mit dem man hauptsächlich spielt, ja, und mit den anderen, die spielen halt mit ihrem Freundeskreis und zumeist hat man halt in den Spielen nicht genug Platz, dass man da jetzt irgendwie Klicken verlinken kann. genau. Oh. Und man hat zum Teil auch in der Party ja nicht genug Platz und auch keine Lust oder was weiß ich. Und Apropos keine Platz, Lust. sie haben auch gesagt, dass die neue Xbox Live-System oder irgendwer hat es gesagt, ich weiß gar nicht wer, soll mehr Spieler jetzt unterstützen, was sehr praktisch wäre, weil 24 sind doch ein wenig wenig. Mehr Spieler? Mehr Wie, Spieler. inwiefern? Mehr Spieler. Hahaha. Ach so, mehr Spieler Mehr im Multiplayer. Spieler. Also Ja. nicht nur noch 16, 18 oder 24, wie das in den Spielen jetzt so ist, Ja. sondern mehr. Mehr So wie auf dem Spieler. PC mehr. Mehr Spieler. Wobei ich mich eh schon frage, weil, wenn sich jemand an Section 8 erinnert, irgendwas mit Wollte Pre, ich mal spielen, ja. ja, das eigentlich ganz lustig ist, aber immer wieder an sich selbst scheitert, dort gab es nämlich auch schon, ich habe mir irgendwann mal die Demo gezogen, und es war so eine Art Multiplayer-Demo, wo eigentlich nur zwei echte Spieler und sonst nur Bots drin waren, weil keiner Spiel spielt, aber ganz davon abgesehen, waren dort auch 32 Spieler. Oh, Aha, wirklich? an der Xbox 360, 32 Spieler, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht Ja, täusche ich daran mich. wird es wahrscheinlich selbst gescheitert sein. Ja, das könnte gut sein. Und Weil es war es ein nicht funktioniert. Host-System mit 32 Spielern, aber Oh. nur gut.
Ja, ich würde ja auch sehr stark dazu raten, ein Serversystem Ja, einzuführen, aber was da willst man du? das ja jetzt schon auf den PC überträgt mit dem tollen Matchmaking, Ja, wird das, glaube wobei ich, das nie wäre etwas werden. eine Chance hätten, Server zu bekommen. Zumindest verstehe ich nicht, warum sie sonst die Server von, ich glaube, 15.000 auf 300.000 erhöhen wollen. Ja, weil sie die Hoffnung haben, dass man die Xbox für sich auch in Indien entdeckt oder so. Keine Ahnung, es wird eh alles ziemlich komisch mit. Das Ganze soll jetzt irgendwie, wurde zumindest immer öfter gesagt, ja, cloud-based und bla bla bla, cloud-based und bla bla Es bla ist bla ja bla, so Cloud-based, cloud-based, wenn die. blau Kraut bleibt blau Kraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Es ist ja so Cloud-based, wenn sie ja auch ihre Cloud-based. Festplatte auf 500 GB aufstocken. Ich meine, endlich müssen sie sich mal entscheiden, speichere ich den Scheiß lokal oder auf einer Cloud? Weil man sagen muss, dass 500 GB dafür, dass man eigentlich jedes Spiel jetzt installieren muss, ziemlich Stimmt. erbärmlich wenig Es sind. muss ja jetzt, ja, gut. Und was sich auch einige beschwert Dann. haben, man muss ja auch sagen, dass, so viel ich mitbekommen habe, scheint es für die Entwickler immer ziemlich scheiße gewesen zu sein, wenn sie nicht wussten, ob das Spiel jetzt installiert wird oder nicht. Weil irgendwie scheint sich das von der Programmierung her relativ zu unterscheiden. Und das soll jetzt für die einfacher werden, wenn sie fest davon ausgehen können, dass das Ganze auf der HDD drauf ist. Oh. Aha. Ich hoffe dadurch, ja, gut, davon kann man ausgehen, dass die ganze Konsole auch ruhiger wird. Ja. Meistens bin ich zu faul, auf meiner 360 Slim die Spiele zu installieren und daher ist sie ist zwar leiser als die alte, aber man Ja. hört sie, man Auch kann sie hören. ich habe eigentlich bis auf, gut, ich musste jetzt wieder ein paar Spiele deinstallieren, weil ich nicht genug Speicherplatz habe. Aber ich habe die Xbox Elite und die ist so laut, das ist so krass, wenn du dort nichts installierst, das ist einfach nur noch so ein einziges Rödeln. Es Ja, ist. ich dachte mir, als ich die bekommen habe, so, jetzt bist du mal richtig fresh und nutzt dieses Feature aus und installierst dir Halo Reach auf die Festplatte. Hat doch wunderbar funktioniert. Die Ladezeiten waren minimal und es war leise, es war ruhig im Zimmer, endlich mal. Aber bis dann die Xbox kaputt gegangen ist, ich sie zu Microsoft geschickt habe und habe gesagt, yo, 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 let's do this. Und dann haben sie repariert. Und zwar in der üblichen Microsoft-Manier. Man hat die Konsole genommen, sie zerstampft und auf den Müll geworfen und mir anschließend eine neue gegeben. Warum auch nicht? Ja, ich meine, damit kann man ja um sich schmeißen wie sonst was. Es stand zwar da drin, ich sollte die Festplatte herausnehmen vorher, habe ich auch getan, habe sie dann in die neue Xbox wieder reingetan, aber jetzt sind die Spiele nicht mehr installiert, also irgendwie ist die Konsole trotzdem laut, auch wenn ich Reach drin habe, was Äußerst irgendwie traurig ist. ärgerlich. Und seitdem war ich einfach zu faul, die Spiele zu installieren. Mann. Warum meine gute Zeit dafür verschwenden? Warum? Ich bin ein schwer beschäftigter Toilettengänger. Unter anderem. Ruf mich an. Ah. Nun, was ich auf jeden Fall Man toll kann finde. auf dem Klo viel erleben. Nicht so viel. Nun gut, um wieder zurück Rar. zu. Ja, fahr Um wieder fort. zurück Fahr zu bitte fort. Xbox One zu kommen. Was ich auch ziemlich cool fand, ist, dass sie jetzt ja hier so. Draußen schreien Kinder. Ich hoffe, das hört man nicht. Scheint irgendwie so. Ich höre nur so Buh, Ja, genau, das ist das Kind, das draußen schreit. Warum schreit es draußen? Ich Oh. hätte mein Fenster schließen sollen. Ne, ich dachte, du bist einer von den Typen, die jetzt sofort ans Fenster springen, es aufreißen. Jetzt geh doch mal Ruhe hier! Ihr seid hier Marius! strafrechtlich! Hab ich gehört. Egal, bei uns. Ich weiß eh nicht, was das hier bei uns ist. Sämtliche Leute versammeln sich immer an dieser. Also, ich meine, es ist hier so eine Neubausiedlung, ja? Und. Querzhaus. Und Querzhaus. da ist. Also, ich habe eine Wohnung, ja? Beziehungsweise, ich wohne ja noch bei meiner Mom. Egal. Zurück zum Thema. Egal, das schneide ich raus. Was wollte ich sagen? Die Kinder Genau, oder die ja, Leute genau. versammeln sich vor dem heiligen Es Schrein. gibt hier
tausende Grünanlagen. Man kann überall hier in dieser scheiß Wohnanlage sein. Aber wo sind die fucking Kinder durchgehend vor meinem Fenster? Warum? Warum dort mit? Das ist hier schlimm. Da versammeln sich die ganzen 3- und 4-Jährigen und rollen mit ihren Rollern auf und ab und sonst noch was und machen Lärm und schreien und bla. Ich persönlich störe es ja nicht. Hauptsächlich störe es immer meine Mom. Aber, ja, trotzdem, eine Frage, die sich bis heute noch nicht geklärt hat. Egal, zurück zum eigentlichen Thema, nämlich der Xbox One. Was wollte ich sagen? Ja, genau. Was sie jetzt auch genau ganz so machen, dass sie ja scheinbar von der alten Architektur weggehen, von Prozessor und Zeug. Hieß es jetzt irgendwie, dass das, ich glaube, das hatte irgendwas mit dem Multitasking zu tun. Aber auf jeden Fall, ich habe das Wort schon genannt, Multitasking. Bam. Wie du vorhin auch gesagt hast, ist mit Skype und so voll cool. Finde ich total gut und endlich mal notwendig, weil es war echt grabbelig, dass du für jeden Shit dann immer wieder zurück ins Dashboard musstest. Grabbelig. Oder go home sein musstest. Grabbelig. Was ist da jetzt so lustig? Das ist so wie Kirche. Ah, oh Gott, nicht schon wieder die. Okay. Chinesen oder Chinesen? Chinesen, nicht Chinesen. Chinesen. Sind Chinesen sind mit das. K. Fucking K. Nein! Chinesen. Nein! Die baut eine Mauer um Bayern. Du musst mal auswandern nach Flensburg oder so. Nein. Wenn, dann will ich in die Schweiz. Nein. Es gibt nichts Cooleres als die Schweizer. Hallo, ich meine, der Dialekt ist einfach ja, super. Die Schweizer an sich ist ja cool, aber der die ist doch reden toll. Ich liebe den Schweizer Dialekt. Ich würde sterben, wenn Schweizer, ich dafür im Himmel den Schweizer Dialekt bekommen würde, in der Hölle von mir aus auch. Und nun zurück zur Xbox. Gut. Das hat sich jetzt angehört, wie es hätten wir dort geschnitten. Ja, ein bisschen. Vielleicht haben wir es, Wer weiß es. Niemand wird es eh erfahren. Egal. Was wollte ich sagen? Genau, Skype und Multitasking. Das war endlich total notwendig, weil jetzt kann man da hier so voll Multitask. Ja. Was ich nicht ganz verstanden habe, jetzt kann man nun die 360-Spiele da drauf spielen oder nicht? Was ich irgendwann mal irgendwo gehört habe, war, dass es scheinbar irgendeinen Extrakasten geben soll, den du anschließen kannst. Ein Kasten, noch einen. Noch als hätte ich nicht schon zu wenig Platz im Zimmer. Noch einen extra Kasten und mit dem kannst du dann Xbox 360 spielen. Vielleicht ist mit dem extra Kasten Xbox 360 gemeint, ich weiß es nicht. Ja, ich meine, ein extra Kasten, das ist natürlich logisch. Ich könnte natürlich auch meine einfache Xbox 360 nehmen statt diesem Kasten und dann kann ich auch 360-Spiele spielen. Ich weiß eh nicht, wird dann Xbox Live eigentlich für die 360 eingestellt oder ist es noch kompatibel miteinander? Ich habe keinen Plan. Weil irgendwie werden ja die, also auf jeden Fall, was ich gehört habe, ist, dass die Gamertags migriert werden soll für das neue Xbox Live. Aber ich weiß nicht, ob das gleichzeitig bedeutet, dass du nie wieder zurück zum alten Xbox Live kannst. Doch, klar. Also das, so haben sie es ja auch bei der Xbox Original gemacht. Es war einfach alles noch da und dann kam das rüber. Und so wie ich das gelesen habe, sollen die Achievements... die Achievements von der 360 auf die Xbox One auch rüberkommen. Also auch mit den ganzen Gamerscore wahrscheinlich. Und ich denke, das bleibt alles kompatibel. Ja, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was ist, wenn ich mir jetzt eine Xbox One kaufe? Dann spiele ich auf der Xbox One. Dann spiele ich wieder auf der Xbox, schalte dort Gamerscore frei und dann spiele ich wieder auf der Xbox One. Sind diese Gamerscore dann dort freigeschalten? Freigeschalten? Toller Übergang. Ja, also so wie ich es gelesen habe, ja. Cool. Das finde ich doch cool, ja. Ja. Also ich habe mir kaufmäßig überlegt, ich werde sie mir nicht sofort holen, sondern erstmal abwarten. Also ich weiß nicht, ich bin dass Spiele kommen, immer noch die mich interessieren. Ich überlegen, ob ich sie mir wirklich hole, weil ich eigentlich noch ziemlich böse auf Microsoft bin, weil sie ja das mit diesem komischen... Ich meine, klar, es ist natürlich sinnvoll, das Ganze einzuführen, weil sie haben es ja jetzt so gemacht, dass wenn du Spiele installierst, dann brauchst du die Disk nicht mehr. Wow. Aber das heißt natürlich, damit nicht jeder umhergeht und die Spiele überall installiert und dann irgendwie jeder dann von einer CD sich das Spiel zieht, muss es jetzt dieses Activation-Fee geben und die Spiele werden fest an deinen... Die Gebühr. An deinen...
Gamertag gebunden und deine Xbox irgendwie auch und kein Plan. Aber was ja, warum? Billy will auch Ich Geld. meine, das ist ja ganz alles ganz nett und toll. Aber warum macht man es dann so, dass man ohne Disc spielen kann, wenn das dann zu sowas führt? Weil das ist einfach nur schwul und dass das nicht für gute PR sorgt, das hätten sie sich auch denken können. Deswegen war es ja, wurde es ja nicht bei der Xbox-Präsentation genannt und wurde nur mühsam durch irgendwelche komischen Reporter den Xbox-Leuten aus der Nase gezogen, wie ich mitbekommen habe. Ja, sie wollen einfach die Kohle. Ich meine. Aber ich meine, das kann man doch nicht machen, das ist doch total dumm. Wie viele Leute dort dann. Ich meine, das ist so schlecht, ja, das glaube, ist schon wirklich krass. Ich glaube sehr stark, dazu habe ich auch ein Video gesehen letztens, dass da die Leute von EA Finger im Spiel auch. haben. Ja, die ja. Xbox hat ja eh Denn die Leute die haben da eh so wieder dementiert, weil das ja wirklich für sehr schlechte PR gesorgt hat. Und ein Kumpel von mir hat irgendwie auch nachgesehen, nach der Xbox-Präsentation scheinen die Aktien von Microsoft gesunken zu sein. Und die von der PS4, von Sony war nicht gestiegen. Aber Aktien wollte ich sagen, nicht Akten. Worauf ich nochmal ganz kurz zurück wollte, war nämlich, dass sie irgendwie gemeint haben, dass das nur ein mögliches Szenario ist. Ja, aber ich gehe doch schon stark davon aus, dass sie das so machen Nein. wollen. Die Sache mit EA war nämlich diese, dass sie, glaube ich, diesen super coolen Online-Pass für E-Sports, EA-Sports oder FIFA speziell gemacht haben für FIFA. So geil, EA, Leute, hier. Ja, wir tun euch jetzt was ich Gutes, weiß jetzt einfach nicht. So, ich meine, gut, wir waren jetzt dreimal die schlechteste Firma in den USA, aber nun gut, wir kommen jetzt auf euch zu, wir nehmen euch den Online-Pass weg. Ja, ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, was dieser Online-Pass bewirkt hat. Wahrscheinlich, dass du diesen Code eingeben musst und dann nur so online ja. spielen kannst. Was die, glaube ich, bei Ubisoft auch mal bei Assassin's ja, Creed Ja, Ubisoft war wieder ganz anderes Kaliber. Ja, ja. Aber nur am PC. So, und dann sind sie komplett aus, ich meine, komplett ausgerastet, was auch wirklich nötig ist bei so einer Schandfirma wie ja. EA, genauso eine Schandfirma wie die Telekom. Boah, ich könnte in den Hals umdrehen allen. Ja, und haben gesagt, ja, wir nehmen das weg, bliblablub, damit sie wieder gute PR haben. Aber wir kennen doch die klugen Leute von EA, die würden sich das nie erlauben. Die haben das nur gemacht, weil Xbox und PlayStation diese Gebühr einführen wollen und sie dann doch noch an ihr Geld kommen. Und dann denkt sich der EA-Mitarbeiter, warum dann nicht einfach den Online-Pass wegnehmen, gute PR tanken und dann trotzdem den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen? Warum nicht? Ja, das ist einfach so behindert. Ich finde es auch das immer wieder lustig. Ist EA. Ich mir vorstellen muss, wie der EA-Chef so dasteht, so, ja. Tut euch was Gutes, online passt es weg. Er sitzt auf seinem Sessel. Die Idioten nur im Westen. Diese Idioten. Ja. Das ist natürlich wieder ein bisschen scheiße, aber mal sehen, wie das Ganze wird. Momentan bin ich sogar wieder halbwegs zuversichtlich und werde sie mir eventuell sogar kaufen. Mal sehen, wie viel sie kostet. Ich schätze mal so. Also spekuliert wurde, dass sie nicht mehr als 500 Euro kostet. Das wäre aber auch ein bisschen krass. Ja, ich habe es auch gehört bei zwischen 300 und 500. Ja. Die Sache ist ja die, dass da noch Kinect dabei ja. sein wird, standardmäßig. Ob ja, das jetzt wahrscheinlich preismäßig werden die was wieder ändert. Verlust an der Xbox machen, so wie es bisher eigentlich immer war bei den ganzen Unternehmen. Und das dann durch Ding wieder reinholen, durch Spieleverkäufe und so Zeug und Xbox Live natürlich. Es würde mich auch interessieren, ob Xbox Live eigentlich noch was kostet. Oh, nicht sicherlich. Ich meine, jetzt haben wir die Leute schon dran gewöhnt. Das müssen wir ja gar nicht erst wieder enthüllen. Ja. Ja, wenn die das jetzt ändern, dann warum? Warum? Naja, die würden doch nur die PlayStation-Spiele ehrlich, anziehen. Mir immer noch lieber, wenn sie es dann haben und die Xbox Live behält seine Qualität, die es bisher immer hatte. Und ja, man muss sagen, sie hält einen Qualitätsstandard bisher. Genau. Also was? Ich habe so an Xbox Live selbst, an dem Xbox Live, nie was auszusetzen Nein. gehabt. Was ich mich aber trotzdem frage, ich meine, es gibt ja auch Leute wie mich, die spielen ja mit ihrer Xbox nicht am Fernseher, sondern am PC-Bildschirm. Warum? Manche ja. wird sich jetzt fragen, ist ja voll blöd. Aber PC-Bildschirme haben zumeist den Vorteil, dass sie erstens nicht im Wohnzimmer stehen und zweitens, dass Fernseher gerne eine relativ lange Reaktionszeit haben. Das tendiert, ist natürlich auch immer wieder abhängig vom Fernseher.
Das stimmt, Aber ja. sagen wir so. Ich habe mir jetzt einen neuen Monitor gekauft, by the way. Aber der ist eigentlich nur für die Arbeit. Aber trotzdem habe ich mir überlegt, da mal meine Xbox dran Ja. anzuschließen und dann super krass zu aimen. Genau, weil das ist eigentlich schon immer ganz geil. Also ich weiß nicht, wenn ich bei einem Kumpel dann immer gezockt habe und diese Verzögerung, ich bin so abgekackt und gestorben. Und keine Ahnung, und am PC-Bildschirm ist es halt einfach so. Du drückst Nein, irgendwas mein und es Stift. passiert was. Nein, nicht sein Stift! Wir sollten Ich traurige habe ihn Musik doch retten einspielen. können. Oh, das wäre dann mein Job. So diese Heavy Rain Musik. Er war doch noch Ja. sehr jung. Egal, worauf ich zurück wollte, war, ja, was haben wir eigentlich gerade? Genau, ja, Kinect, Monitor, bisschen blöd. Ich weiß auch nicht, wie du vom Kinect auf den Monitor gekommen bist. Erstens, nein, Was ist denn jetzt weil, die hallo, ich Sache muss an die dem Kinect an Monitor? meinen Monitor ranbauen. Was? Erstens sieht die Kinect an meinem Monitor schlauerweise auf dem Schreibtisch stehen, nicht auf dem Boden, nur mein Oberkörper. Ja? Ja. Zweitens weiß ich nicht, ich hoffe nämlich, dass Kinect eine Weitwinkelkamera bekommen hat, und zwar weitwinkliger als davor, Ja. sodass man nicht mehr seinen 2 Meter Abstand Nee, halten so habe ich muss. das aber auch gehört, dass sie jetzt den ganzen, fast den Weil ganzen sonst. Raum abscannen kann. Cool, weil sonst wäre das für mich ein bisschen arg scheiße, weil ich sitze keine 2 Meter von meinem Monitor entfernt. Weil dann brauche ich einen Fernseher, der einfach größer ist. Ja. Und, hallo, ich meine, es gibt sicherlich auch noch einige Leute, die wie ich am Monitor spielen. Kommt schon, Leute, ihr seid doch da draußen irgendwo. Da gibt's Und, genug. genau. Und für die ist es ja dann, wären das ja mal Endscheiße, wenn es nicht gescheit funktioniert dann und Kinect dann meint, hey, so kannst du mal nicht spielen. So kannst du nicht spielen. Ich glaube, das ist doch egal, wenn du spielst, wie dich die Kamera sieht. Naja, ich Ich weiß nicht, denke ich mal, sie glaube, soll sie würde einfach schon da gern so sein. alles von mir Ich sehen, meine, nicht so nur meinen es Oberkörper. reicht ja schon aus, wenn die Sprachsteuerung da drin funktioniert. Ich meine, ich glaube, die Na. Kamera schaltet auch ab, sobald sie nicht genutzt wird. Außer natürlich Na, die wer Gerüchte weiß. bewahrheiten sich, dass Microsoft die Leute ausspionieren will mit Kinect, Dann, weil es ja so Bam. viel bringt, weil sie jetzt plötzlich mit Hast du dem schon FBI gehört, Mann? zusammenarbeiten. 9-11 war von dem Staat hier. Ha? Also, die haben das alles bewusst in die Luft gesprengt. Wer? Ja? Wer hat was gesprengt? Ja, die USA, das World Trade Center, Ah, hallo? ja, natürlich. Natürlich haben sie das. Warum denn? Genau. Ja, hallo, weil das doch so genau beschissene Ah, weil Verschwörungstheorie das so ist, eine wie gute das PR sämtliche ist. Laptops, Kameras Ja. und überall die Kinect und sowieso deine Handykamera, die Front-Facing-Kamera, die schaut dich den ganzen Tag an und Ja, das macht ja spioniert so dich viel Sinn, aus. weil Die dann ganze Zeit Talibanesen mich abgesehen, umbringen wollen, nur weil sie mein Gesicht sehen. wie viele Leute man dafür anstellen müsste, um sämtliches Videomaterial von der gesamten Welt zu analysieren, dass das Analysieren. eine überhaupt gar nicht sinnvolle Kosten-Nutzen-Effizientes, aber egal, wir wissen ja eh alle, dass das Kosten-Nutzen-Effizientes. eine KI macht, die vom FBI betrieben wird und die Menschheit nach Ja. irgendwas, keine Ahnung, Ich Verschwörungstheoretiker nennen meine, das sicherlich, bei wenn wir irgendwas Facebook finden. könnte ich das noch verstehen, weil da Daten zu sehen sind, die böse Menschen gebrauchen könnten oder Ja, aber FBI-Nesen. die kann man halt einfach auslesen. Ich meine, die stopfst du in den PC Ja. rein. Und der erkennt halt, wenn da München steht, dann steht da München und dann weiß der, ui, der wohnt in München. Ja, aber Und meine Fresse oder mein ja, deine Fresse Spielverhalten kann er an der nicht so Xbox ins bezüglich meiner Gestik wird die analysieren. nicht im Kampf gegen den Terror Und weiterbringen. selbst wenn, erstens das und zweitens, das Einzige, wo dann die Leute schätze ich dann immer, ja, oh mein Gott, sie könnten ja sehen, was ich gekauft habe. Leute, es wird sicherlich niemand dort irgendwo rumsitzen bei Microsoft und den ganzen Tag euch beim Zocken zuzusehen und sehen, was ihr euch alles hinten im Hintergrund in eurem Wohnzimmer gekauft habt, um dann irgendwelche bösen Unternehmen zu beraten, wie sie denn euch jetzt noch mehr verarschen können. Hey, Okay, vielleicht die A, aber. Sam, Sam, komm mal rüber. Was ist denn los? Oh, der hat sich gerade an der linken Klöte gekratzt. Oh Gott. Ja, Ja, das genau. wäre wohl das Ziel von Microsoft. Na, eindeutig. Da, ah ja, Würde mich jetzt eh das interessieren. gehört zum Teil des neuen Mitarbeiter-Motivationskonzepts von Microsoft.
Naja, was ich auch noch sehr interessant finde, habe ich vergessen. Das ist gut. Das Das ist. ist natürlich so gut wie. Ah ja, genau. Und zwar würde mich sehr interessieren, wie responsive oder wie es mit der Reaktionszeit von Kinect jetzt eigentlich steht. Weil in der Pressekonferenz sah das eigentlich ziemlich gut aus. Und dann wäre die Kinect doch auch endlich mal gebrauchbar. Brauchbar, nicht Ich gebrauchbar. hätte sie gerne bei Halo Anniversary gebraucht, aber ich kaufe mir doch jetzt nicht extra diese überteuerte Kamera, nur um da Nur um das dann zu sagen. Sprachkommando einzugeben, scannen, damit ich die super krasse Anniversary-Bibliothek habe. Nicht nur das, du kannst natürlich auch noch per Sprachbefehl zwischen der alten und neuen Oh, Grafik hin und her es dauert ja switchen. halt auch nur länger, als wenn ich die Back-Taste Mörder-Feature. drücke. Weißt du, was halt sinnvoll wäre, wäre, wenn du, was weiß ich, Menüsachen durch die Sprachsteuerung oder auch durch die Bewegungssteuerung ergänzt. Was weiß ich, weißt du, ein Controller hat halt Tasten. Ja. Aber leider nicht so viele Tasten wie eine Tastatur. Warum sollte man also nicht manche Tasten, wie zum Beispiel, was weiß ich, Inventar öffnen, durch Gesten ersetzen? Sowas ist doch einfach sinnvoll. Sowas finde ich cool und auch gut umgesetzt, wenn die Kinect den Controller ergänzt, aber nicht ersetzt. Bam, bam, bam. Ja, genau. Ja, Das wäre das wäre cool, so. ja, an sich Das wäre schon. ziemlich cool. Aber nun gut, mal sehen, ob das was wird. Man weiß es Ja. nicht. Ein weiteres Thema, das man ansprechen kann, aber ich weiß nicht, ob du das willst. Willst du es? Ein Was? Thema. Ein Thema? Das. Oh ja, sprechen wir doch ein Thema an. Aber ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht. Ich war eigentlich schon fertig. Ach, du warst schon fertig. Ja, dann lassen wir es sein. Ja, genau. Also was jetzt? Weil, Weil ja. ich noch was hätte, Ach so, ja, worüber wir überhaupt dann nicht gesprochen raus haben. damit. Ja. Und zwar, ja, oder wir haben es ganz kurz angeschnitten. Und zwar, was so Oh für mein Spiele Gott. da rauskommen könnten. Wir haben den Spieleaspekt Stimmt, ja. gar nicht so, weil da haben die ja vorgestellt hier Cock of Duty, oh, Entschuldigung, Call of Duty, Ghosts, was ja, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe mir Geister. sagen lassen, dass es cool aussieht und Hunde Hallo? plötzlich die Hauptrolle spielen. Der Hund wird sterben. Er wird sterben. Oh. Wenn nicht in diesem Call of Duty, dann im nächsten. Ja, ich wünsche mir aber auf jeden Fall, wie ich dann sehen kann, wie Captain Also Price diesen Hund streicheln wird. in Modern Warfare 2 war Ghost der Hund. Weißt du, in Ghost ist jetzt der Hund der Hund. Er wird sterben, er wird, weißt du, sie haben jetzt hier gesagt, er zieltechnisch total neue Dimensionen für Ja, Call of Duty, sie haben den Hund. natürlich. Na Und dieser Hund, er klar. wird sterben, er wird die Dramatik erzeugen, er wird dich mitreißen. Warum? Weil ein Hund ist süß, jeder mag Hunde. Zumindest, ich weiß das Ja, nur, weil die also mögen Hunde, auch wenn sie zumindest. Katzenliebhaber sind, so wie ich. Aber egal, jeder mag Hunde. Und dieser Hund, er hat traue Augen und er wird sterben. Und dann wirst du denken, nein, warum der Hund, ihr Wichser, das könnt ihr doch nicht tun, es wird dich mitreißen. Ja. Und es ist aber Ja, billig, ziemlich halt billig. zumindest, was ich davon denke, ist, das ist der gleiche Infinity Ward Schrott wie sonst auch. Und Ja, dass und sie ich haben mir jetzt dieses eine Spiel neue mit Engine. Und sie Sicherheit läuft nicht mit kaufen 60 werde. FPS. 60 was? 60 Frames per Second. Wow. Immer noch. Krass. Ja, Na, und damit werben sie ja. dann Ist ja ein Killer-Feature. habe ich mir noch sagen lassen, dass Forza 4 gezeigt wurde und ich habe mir auch Fünf, Screens. fünf. Forza 4 gibt's schon. Oh, ja, Forza 5. Dann war es Forza 5. Und dass angeblich die, so wie es mir gesagt wurde, dass die Grafik überwältigend ist und Ja, wo ich man auch meine. mal aufpassen muss, weil es war auch wieder nur so ein Ja, vorgerenderter wollte ich Trailer. gerade sagen, Und aber. inwieweit das Ingame-Grafik sein wird. Also Ja. es kann gut sein, dass es Ingame-Grafik ist. Es kann gut sein, dass ich einfach ihre Engine benutzt habe, aber ich Ja, weiß Forza hat nicht. das aber auch schon sonst immer gut hingekriegt. Ich denke, Das stimmt, denn die Grafik war echt dass besser. die das. Und da die ja jetzt eine neue Architektur haben, dass sie viel rausbringen werden können, rauskriegen Na. werden können, können tun. Wobei sie Na. zu den PCs ja immer noch sehr hinterherhängen. Ja, stimmt wohl. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ich finde, ich freue mich ja persönlich. Das ist so eigentlich mit der eine der Kaufgründe für mich geworden, weil Forza Horizon hat mir so viel Spaß gemacht und ich kann nicht sagen, warum. Ich bin wahrlich kein Rennspiel-Fan gewesen.
Aber seitdem ich dieses Spiel habe, keine Ahnung, Mann. Da Freue fängst ich du mich gleich an total zu auf Platz da weinen. drin. Du hast schon Stimmenproblematiken. Stimmenproblematik, glaube ich, das Ach Öfteren. so. Das, ich weiß nicht. Ja. Das, ja. Hm. Na, ja. Ja. Ja, und Forza 5 ist auf jeden Fall einer der Titel, auf die ich mich freue. Und, weil ich meine, ich weiß nicht, wie weit es in Forza 4 schon war. Irgendwie hieß es da mal irgendwann, dass, wenn man den Kopf, also man kann ja bei Forza so cool sich im Cockpit umsehen. Och Mann. Cockpit umsehen. Was ich das, ich dachte, du findest sowas lustig. Nee. Oh. Der war wirklich zu weit unter dem Tischbein. egal. Und den Tischbein. Ja. Naja. Ja, dass man sich im Cockpit umsehen kann und scheinbar sollte das auch irgendwie bei Forza 4 schon so gegangen sein, dass wenn du den Kopf drehst, dass du dich im Cockpit umsiehst. Ach, Und über das wäre schon Kinect ganz meinst cool du? irgendwie. Und, ja. Das ergibt Sinn, weil ich dann nicht mehr den Bildschirm sehe. Leute, wieso? Das sagt jeder immer, wenn ich das sage. Aber ich meine, du kannst doch auch deine Augen drehen. Ja, Hallo? Ich aber wie meine, ich dämlich rede ist ja nicht das denn? davon, dass du Stell dir mal vor, straight ich 90 sitze hier, Grad nach links zocke siehst. an meiner Xbox und meine Freundin oder meine Ma oder mein Pa oder irgendwelche Crack-Opfer kommen in mein Zimmer rein und ich sitze da mit meinem Controller und schüttel die ganze Zeit den Kopf, weil ich das so cool finde. Hallo, kennst du Tom Clancy's Antwoord? Ja. Ja, also ich meine, wenn das nicht wunderlich genug war, wenn du anfängst, zu deiner Xbox zu reden, Ach so, dann weiß ich naja, es auch gut, nicht. man kann sich an alles gewöhnen, ne? Ja, das stimmt. Ja. Ja. Das hat aber wirklich gut funktioniert, muss ich sagen, die Sprachsteuerung von Tom Clancy's Antwoord. Das kann ich nicht interpretieren. Ich bin ja so immer skeptisch, was Sprachsteuerung angeht. Warum? Ja, wenn ich Muss das sagen, auf den also bei. Smartphones so sehe, wie wird Ja, das dies. Wetter in Flensburg? Ja, das Ja, Wetter gut, in also. Brandenburg wird, oder wie bitte? Gut, da können wir als Windows Phone Benutzer natürlich jetzt nicht gut mitreden, weil man muss leider sagen, dass die Spracherkennung für Windows Phone immer noch ziemlich Hab erbärmlich sie und nicht scheiße ausprobiert ist. bisher. Ich benutze sie eigentlich die ganze Zeit, aber nicht dafür, um herauszufinden, wie das Wetter in Flensburg ist, sondern zum Anrufen. Das funktioniert nicht ziemlich gut, wenn du einfach da diese Taste drückst und dann sagst, rufe, bla bla bla, Handy Wenn du an diese Taste drückst, oder wenn ich das so. Handy doch schon in der Hand habe, dann könnte ich doch auch einfach manuell darauf Ja, dann zugreifen. musst du erst den Kontakt Für haben, mich hätte das dann, einen wenn du Sinn. natürlich so. Stell dir vor, du hast dein Handy im Flur, du sitzt aber im Wohnzimmer. Und dann brüllst du durch das Haus: Hey, Handy! Ruf mal Marc Pascal Hector an. Und währenddessen gehe ich zu meinem Handy. Und wenn ich das Handy dann habe, dann hat er schon gewählt. Ja, blöd nur, wenn du dann, was weiß ich, in einem Café sitzt, das gleiche Handy hast du irgendjemand anders und der sagt dann, ja, ruf mal den und den an und plötzlich ruft dein Handy irgendwen an. Das wäre gut zum Trollen. Bei den ganzen iPhone-Leuten wäre das natürlich sehr unpraktisch, von dir aber noch alles das gleiche Gerät und bei den ganzen Android-Leuten und Zeug und stell dir vor, dann rufen, irgendwer schreit irgendwas und die Hälfte der Leute steht auf, nein, tu das Tu nicht! das nicht. Ja. Egal, zurück zum Thema. Ja, wir waren bei den Spielen. Was ich sagen wollte, ist eigentlich nochmal ganz kurz zu Sprachsteuerung. Also, ich persönlich finde, es geht deutlich schneller, wenn ich einfach diese Windows-Taste drücke, also jetzt hier für Windows Phone, und den Namen sage von dem Leuten, Kerl, den ich anrufen will, anstatt dass ich jetzt in Kontakte habe, gehe und dort Ewigkeiten auf und ab scrollen. Naja, gut. Das mag stimmen, ja. Ganz davon abgesehen, dass ich manchmal auch noch in irgendeiner App drin bin, dann muss ich erst die Windows-Taste drücken, dann in den Kontakte habe, Oh, dann nach den Leuten oh suchen. Und da ich den nein. Kontakte habe, auch noch ganz, ganz, ganz unten habe auf meiner Startseite, muss ich dann auch noch mal ganz nach unten scrollen. Und so kann ich einfach nur Windows-Taste 2 Sekunden drücken und dann sagen, ruf den und den an. Und dann ruft er den an. Aha. Und ich meine, das wird höchstwahrscheinlich nicht nur auf Windows Phone zutreffen, sondern auch auf iOS und Android. Android, ja. Android und iOS. Naja, bezüglich. Okay, kennst du das Bild von dem Stormtrooper? Buy an iPhone, because he couldn't find the droid he was looking for. Ja, oh Mann. Ich fand den lustig. Ja, das ist so ein typisches Querbild. Hey. Was willst du damit sagen? Nix.
Auf jeden Fall Oder bezüglich. das Bild von der leeren Klorolle, wo drauf steht, Pottbutt MacGyver. Oh. Das ist doch super. Oh Mann. Auf jeden Fall bezüglich der Spiele, worüber wir auch vor dieser Aufnahme geredet haben und was meine große Hoffnung ist. Dam, badam, bam. Ich weiß ja schon, was kommt, aber die anderen nicht. Und zwar Viva Pinata 3. Nein. Oh nein. Stimmt, eigentlich so Viva Pinata stell dir vor mit Kinect. Du musst dann so. Gibt's das nicht schon? Die Kraut rausziehen per Hand und mit der Schaufel. Oh, das Kraut schicken. Rausziehen. Wow. Nein, ja. Meine große Hoffnung ist Halo 2 Anniversary. Dam, dam, dam. Was ich ja selber auf meinem Kanal in meinem Let's Player schon mal angesprochen habe. Was ja. Jetzt aber bestimmt niemand weiß, deswegen erkläre ich das nochmal kurz. Was ich, was auch nochmal Hoffnung für mich entflammt hat, war das eine Video von The Halo Follower, der da noch alle Pros und Kontras gegeben hat und ein Halo 2 Remake, also Halo 2 war ja an sich geil und dann am besten noch plus Multiplayer und einfach zum Release gleichzeitig mit der Xbox One, das wäre doch ein super Release-Titel. Halo macht Xbox aus und wenn eine neue Xbox kommt, ist es klar, dass sie nicht Halo 5 rausbringen können. Dann gibt's nämlich einen heftigen Shitstorm. Die sollen sich mal ruhig mit Halo 5 beschäftigen und das war ja auch die Sache, was Free for Free mal gesagt haben. Wir arbeiten nicht an einem Remake, wir sind kind of busy, wir sind beschäftigt mit anderen Sachen, wahrscheinlich Halo 5. Was mich auch noch nämlich dazu, ich habe nicht irgendwo mal vor einiger Zeit schon ein Video gesehen und dort hieß es, dass das nächste Halo, das rauskommt, nicht Halo 5 sein wird. Wo hast du das gelesen? Das war so ein Video von also, irgendeinem Kerl, der eigentlich ziemlich ja, das gut würde ich auch sagen, dass das nicht so sein wird. Weil, und auf jeden Fall nochmal die Sache, die sind kind of busy. Und jetzt nehmen wir einfach mal diejenigen, die viel mit Free for Free zu tun haben, und zwar Certain Affinity. Die mit... Affinity, nicht Affinity. Die heißen noch Affinity und nicht Affinity. 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 Ja, dann nenne ich sie jetzt Affinity. Affinity. So, die Affinities, so ne? So wie ein Kumpel von mir, der immer anstatt Supply Cases, Supply Cases gesagt hat. Ja, das ist einfach nur dumm, aber bei Affinity, da kann man das machen, so wie naja, ich. Naja, also ich finde, da besteht jetzt nicht so viel Unterschied. Ja. Auf jeden Fall, die haben einen großen Teil an Halo Anniversary CE gemacht und an dem Defined Map Pack von Halo Reach und ich glaube auch an den Map Packs von, nee, an der Forge von Halo 4. Ja, okay, Schande über euch, aber trotzdem. Da gibt's auch einige Videos von Certain Affinity auf YouTube, denen das von eigenen Channel, wo sie die ganzen Forge-Features erklären. Und wie man die einbauen kann. Die sind wirklich gut, die Videos. Also, da habe ich schon öfter mal reingeguckt. Wenn Forge interessiert, werde ich mal schauen, dass ich den Channel verlinke in der Beschreibung. Ja. Auf jeden Fall, die müssten doch massig Zeit haben, weil was machen die denn sonst außer rumsitzen und Forge-Tutorials machen? Ich meine, da bleibt doch mal Zeit für ein Remake. Ich weiß nicht, man muss ja auch sagen, dass 343 irgendwie ohne ihres... Wieso man Certain Affinity nicht gleich in 343 eingliedert, habe ich eh noch nicht ganz verstanden, weil alle Spiele, die von 343 kommen, mit Certain Affinity mit dabei sind. Ja, das stimmt. Aber, mal sehen, ich weiß nicht, ob die an Halo 5 dann scheitern ohne Certain Affinity. So ein V-Doc mit Frankie, der da sitzt. Yes. Nur alle voll verzweifelt. Halo 5 is going to be great, but we have too wenig Personal, because Certain Infinity macht a game that is a remake of Halo 2 and it will be very, very better as Halo 5 and we are fucked. Weg dann zu weinen, läuft weg. ja. Nein, höchstwahrscheinlich wird das nicht so sein, aber egal, Certain Infinity ist eh groß, die werden es höchstwahrscheinlich wieder splitten. Weil soweit ich weiß, also von dem, was ich gehört habe, Halo Anniversary. Ich habe mir nicht die Podcasts angehört. Und zu Halo Anniversary haben sie nicht auch gesagt, dass sie... Nein, verdammt, Halo ODST war das. Hm. Genau.
Und da haben sie auch gesagt, dass sie das an Halo CE erinnert hat, weil Halo CE war auch nur so, ich glaube, 10 Leute oder so, die das entwickelt haben. Und genauso war es bei Halo Anniversary. Halo ODST. Und somit ist es doch nicht ganz unmöglich, auch mit einer kleinen Crew ein neues Spiel zu entwickeln, weil ich meine, die Engine und alles haben sie ja auch bereits. Ja, ich meine, man muss nicht viel machen an Anniversary. Und ich meine, ich glaube, klar, bei CE Anniversary hatten sie ein paar mehr Leute, aber das ist so gut geworden, also ich habe gar nichts zu beanstanden an Halo CE Anniversary, bis auf das Manko, dass sie nicht den alten Multiplayer implementiert haben. Was Frankie aber auch gesagt hat, dass das daran liegt, dass es schwierig ist, das irgendwie auf die 360 zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob er da gelogen hat oder die Wahrheit sagt, aber wenn es stimmt... Ja, das wäre, glaube ich, an sich auch dumm gewesen, weil dann hätte sich die durch Reach verkraulte, eh schon ziemlich kleine Halo-Community dann auch noch aufgesplittet in Reach und Anniversary. Ja, ja. Und das wäre der komplette Fuck-up. Das stimmt gewesen. Schon. Ich fand es eigentlich schon ganz sinnvoll, wie sie es gemacht haben. Ja, aber ich hoffe, dass sie es diesmal in Halo 2 Anniversary anders machen, denn da ist ja auch schon online-mäßig schon was passiert. Denn das gab es ja auf der ersten Xbox schon im Online-Modus. Das dürfte dann nicht so schwer sein, das auch zu remaken. Aber dadurch vergrauen sie sich halt die Leute von Halo 4. Genau, ob sie das nämlich überhaupt wollen. Nee, klar. Ich denke, klar wollen die das. Ach so, weil, für die neue Xbox. Ja, weil die Xbox ja neu ist. Die wollen unbedingt die 360 jetzt in Trash hauen, so schnell wie möglich, wie alles andere auch, was sie so haben, wie zum Beispiel Halo 2 für Windows Vista oder so, was sofort weg muss, sobald Halo 4 kommt. Ich denke, das wird so sein, ja. Das ist ein heftiger Kaufgrund. Eine wirklich sehr interessante These. Ich habe sehr Hoffnung und dann keimt das Halo-Leben wieder auf, Freunde. Dann keimt es auf und wir werden uns tot und dumm und dämlich an Halo 2 zocken. Das wäre cool, ja. Ja. Wobei ich persönlich immer noch sagen muss, dass ich die Animation von der Halo 2 und wie er das Ganze hält und das Field of View komisch fand. Wie jetzt? Und ich hoffe, dass nicht alles rumglitscht. Achso, ja, die Glitches. Da gab es wirklich sehr viele. Viele, viele, viele Glitches. Viele, sehr viele. Viele Leute. Aber was meinst du mit der Animation? Ja, super. Ne? Keine Ahnung. Der Psycho hat immer gesagt, er findet die so toll und cool, wie er in Halo 2 die VR hält. Oh. Ich fand, es sieht einfach nur alt aus. Alt? Ich finde die Eliten cool. Denn die haben 3 verschiedene Animationen, wie sie ihr Partikelschwert rausholen. Ja, das sieht krass aus. Einmal, wo sie... Das stimmt. Aber ich muss sagen, dass ich die Eliten von Reach immer noch am besten finde. Was die gleichen. Die watscheln. Aber ich meine, sie sehen einfach mal ein bisschen mehr badass ja, aus. Ja, das stimmt schon. Als so ein Halo 3 Elite. Also ich muss sagen, die von Halo 2 finde ich noch am besten. Die sehen sehr edel aus. Windschnittig, ja, glänzend. Windschnittig. Ja, überwindschnittig. Gib dir mal das deren. Das stimmt, ja. Das ist wirklich. Das ist sehr windschnittig. Ja, ja. Die sind sehr, sehr schön. Rot. Oder die Ehrengardisten, die es nur in Halo 2 so in der Art gab, die waren ja natürlich auch sehr episch. Oder die Ratsmitglieder mit diesem Ultra-Satellitenschüssel-Ding auf dem Helm. Ja, stimmt, ja. Letzten Level, da kann man dieses Zellen öffnen, da sind die da drin. Und in der Intro sitzen die da in diesem Radsessel. Ja. Und quatschen miteinander. Der eine bewegt seinen Kopf zum anderen, bewegt aber seinen Mund nicht, tut so, als würde er was sagen und der andere hat so die verschränkten Arme. Oh ja, ja, gut, du hast recht, klar, ja. Erzähl du mal weiter, ich interessiere mich gar nicht für dich, du Spast, und dann prügeln sie sich ein da. Ein Nachdenkelied. Nachdenkelied. Ja, die sahen schon sehr nachdenklich aus, die beiden. Ich muss denen noch Namen geben, glaube ich. Genau. Ja, das ist ja auf jeden Fall ziemlich cool, so Halo 2. Ja. Das würde sich auch perfekt dann in die ganze Ding da eingliedern, der Remakes und Zeug. Und vor allem finde ich das auch cool, wenn, weißt du, ich meine, da geht ja nicht großartig Qualität verloren, wie jetzt zum Beispiel bei Call of Duty, dass jedes halbe Jahr rauskommt. So kann man das natürlich machen. Entweder ein Remake oder so wie Halo 3 ODST, das ist dann... Persönlich sehr für ODST 2. Na ja, es wäre nicht schlecht, aber ich glaube, das ist genauso die gleiche Sache wie mit Halo Wars 2. Das wird nicht passieren, glaube ich. Es wäre schön, aber es wird nicht passieren. Ich meine, ich finde das einfach
sau cool. Wie ich finde, Halo ODST hat das, finde ich, nicht gut rübergebracht. Aber, oder zumindest nicht ganz am Ende, in den Cutscenes, hatte man, finde ich, das, was ich mir bei ODST eigentlich die gesamte Zeit erhofft hatte. Nämlich dieses Gefühl, Mitglied eines Squads zu sein und durch diese alienbesetzte Stadt zu wandern, ja. Und das fand ich einfach nur sau cool. Und ich finde, dieses Gefühl wurde auch durch die Real-Life-Action-Trailer vermittelt, wo zum Beispiel ganz am Ende der We Are ODST-Trailer heißt der, wo ganz am Ende der eine ODST dort gestorben ist und sie den da so notdürftig begraben haben und auf seiner Waffe diesen Helm aufgepfählt haben. Ja. Und wo sie dann da so traurig drum rumsitzen und dann hört sie im Hintergrund irgendeine Explosion und dann schauen sie sich alle um, schauen sie Da. sich kurz an und dann werden die Helme aufgesetzt und dieses coole Visier faded to black. Too black. Und ich finde dieses Gefühl von diesem in der Nacht, dieses Squad zu sein, aber gejagt zu werden und heimlich vorgehen zu müssen, das fand ich, Ja, das hätte ich mir so gewünscht für ODST, es wäre einfach so geil gewesen. Dieses Nachtszenario war schon ziemlich cool, ja. Und es hat auch sehr viel Fun gemacht, zum Beispiel ODST Co-op zu spielen. Ja. Und dann da zu viert in dieser Open World umherzulatschen. Und dann sich die Mangooses zu klauen und voneinander wegzufahren. Aber nun gut. Das hätte ich mir so für ODST gewünscht. Aber genau das ist es nicht geworden, weil man eigentlich die ganze Zeit nur irgendwelchen Flashbacks hinterher hechtet. Und dieses Squad-Gefühl eigentlich nie hat, sondern mal wieder. Wie immer und wie in jedem Halo, dieser Lone Wolf ist. Und ich hätte es mal eine erfrischende Abwechslung gefunden, eben auch mal in so einem Squad zu sein. Ja, ich meine, in Und ich finde, es Reach haben hätte sie es Halo ODST nicht. versucht. Ja, in Reach war das aber Ja. wirklich sehr beschissen gemacht, wenn ich ganz ehrlich sagen möchte. Erstens fand ich an Reach schon mal scheiße, dass es so war, dass du in den ersten drei Missionen irgendwie so hast du die persönlich kennengelernt, die ganzen Spartans, und in restlichen Missionen sind sie alle verreckt. Aber Oh. es war wie so ein Film in 5 Minuten. Du lernst sie kurz kennen, dann fightest du kurz mit ihnen, dann verrecken sie alle wieder. Das fand ich, weiß nicht, das war irgendwie zu kurz. Ja? Ja, weil sie an sich eine andere Geschichte erzählen wollten. Ja, sie wollten an sich eine andere Geschichte erzählen mit diesen, ich keine Ahnung, das war einfach nicht wirklich gut umgesetzt. Und dann auch noch die Tatsache, dass du trotzdem end viele Missionen hattest, wo du alleine warst oder maximal zu zweit. Und ja. Naja, das war ja schon so, aber als das dann angefangen hat, wie die da alle nacheinander abgekratzt sind, fand ich schon sehr cool, wie sie dann da zusammen waren. Zum Beispiel die eine Ja. Szene, wo In No dem Noble Gebäude Six, da, oder? June, Carter und Emil in der zerstörten Schwertbasis sind und diese Koordinaten da irgendwie durchchecken, weil sie nicht weiterkommen. Dann ist Oder diese das, ja. gruselige Tür aufgegangen. Boah, ich fand das so geil, das war Das so war schon geil. echt geil. Oder auch, was ich auch cool fand, war relativ am Ende dann, wo Spoiler, 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 wo sie dann alle in dem Gebäude drin saßen, in diesem Hochhaus von der zerstörten, Ja, verglasten New ja, ja. Alexandria Stadt, oder wo sie noch nicht verglast wurde, aber dann kurz davor. Generell auch eine meiner Lieblingsmissionen aus dem simplen Grund, weil du dort einen Falcon hast und in den Falcon kann man nämlich in der Kampagne in diesen einen Sitz einsteigen, wo man sonst immer George sitzen sieht, der eben nicht an dem Geschütz ist, Kann sondern in man? der Mitte von dem Ganzen. Und dann sitzt du wirklich da und fühlst dich wie, als wärst du in der Cutscene, wenn dich dann jemand rumfliegt. Wie kann man denn da einsteigen? Du gehst hin und steigst Nein, das geht ein. nicht. Im Multiplayer geht's nicht, aber in der Kampagne geht's. In der Kampagne kannst du alle Sitze vom Falcon benutzen. Und dann Ja, ich eben meine, im auch. Multiplayer wäre es auch relativ sinnlos. Ich fände es überhaupt gar nicht sinnlos. Ich Ja, finde es sieht gerade cool das aus, so aber du kannst nichts schade. machen. Nein, gerade für Invasion, was ich auch wieder so eine Sache, warum haben sie das in Halo 4 entfernt? Invasion war so ein geiler Modus. Und ich gerade da fand ich den Falcon eigentlich lustig, als hätte ich lustig gefunden als Art Truppentransporter. Aber du kannst Ja. nur maximal 3 Leute mitnehmen, den Pilot und 2 Gunner. Wie viel geiler wäre es denn gewesen, wenn du, was weiß ich, 5 oder 6 Leute mitnehmen hättest können?
Ja, in solchen Belangen finde ich dann immer den Elephant ziemlich cool oder die Teile aus Halo 2 in der Kampagne, die Shadows. Oder was auch sehr geil ist, was auch nie in was es auch nie in die im Multiplayer und so geschafft hat oder Schmiede, sind die Troop Warthogs. Ach die, Wie cool wäre ja. das denn gewesen, wenn du dann da hinten mit deinen Leuten drin hockst Es und ist dann angreifst? alles sehr cool, aber da Allein muss schon, ich das. meine, nur aus, es muss überhaupt gar nicht sinnvoll für den Multiplayer sein. Einfach nur, um in der Schmiede Scheiße bauen zu können. Ja, gut, für Oder um Scheiße Machinimas schon. drehen zu können. Man wird das aber nicht machen, bevor es keinen Sinn im Gefecht hat. Und ich denke, Ich man meine, kann es machen, aber warum dass macht es man es einen dann Sinn im hat, Singleplayer? aber man muss einfach die Beschaffenheit des Multiplayers in Halo ändern. Zum Beispiel so in Richtung Ja, Battlefield. aber Viel mehr Platz ich und glaube, mehr ich Gebrauch glaube, für sowas. also ich meine, ich verstehe, wenn sie es nicht machen und es keinen Sinn hat, aber sie es dann auch nicht in der Kampagne machen. Aber wieso machen sie es in Halo der 3. Kampagne und haben dort dann schon die Möglichkeiten, eben zum Beispiel von diesem Falcon, wo man sich einsetzen kann? Ich meine, den gibt es ja in der Kampagne. Warum ist es dann so schwer, den einfach in die Schmiede reinzubringen? Ich meine, das heißt doch nicht, nur weil er in der Schmiede ist, heißt es doch nicht, dass man ihn im Multiplayer zwangsweise verwenden muss. Ja, aber viele Trottel machen das und dann schenkt man den anderen einen Overkill. Ja, aber nein, ich meine, man muss ihn doch gar nicht überhaupt erst in den Multiplayer mit Ach einführen. so, zu Er viel kann doch einfach in Arbeit. der Schmiede. Microsoft. Warum ist es zu viel Arbeit? Ich meine, Sie haben es doch in der Kampagne bereits gemacht. Die Arbeit ist doch bereits getan. Weiß es nicht. Falcon mit 5 Sitzen. 5? Nee, 4. Oh. Ist ja gut. Generell, warum haben Sie eigentlich den scheiß Falcon oder zumindest den Hornet nicht in Halo 4 Haben eingebaut? sie bei Skyline auf der Map fliegt da vorbei, der Hornet. Ja, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Sie Sie sind nehmen die ganzen coolen hungrig. Sachen raus. Warum? Ja, gut, aber muss ihn auch lassen. Bei Halo 4 scheint es ja wirklich so gewesen zu sein, dass sie unter enormem Zeitdruck standen. Sie Und, hatten 3 Jahre Zeit. Sie haben schon vor Release von Halo Reach angefangen. ja, das mag zwar einerseits stimmen, aber es war ungefähr 2 Jahre lang die scheiß Job-Offen-Seite anstatt der Halo Waypoint-Seite da, ja. Ach so, Job offen Seite. Ja, wo dann Ja. nach irgendwelchen Engineers gesucht wurde. Und ich glaube persönlich nicht, dass sie haben vielleicht schon vor Halo Reach angefangen, irgendwie die Story zu machen oder Naja, sowas. gut, Aber man das kann. Eigentliche, wie zum Beispiel die, wie nennt sich's, die Engine und das ganze Zeug aufzuwerten, das glaube ich, ist dann erst relativ spät erst begonnen worden. Ja, ich habe jetzt auch fast gedacht, sie sind mit Halo 5 jetzt dann noch mehr unter Druck. Wobei man jetzt aber sagen muss, dass sie mit Halo 4 ja schon ein Spiel haben, an dem sie sich selbst orientieren können. Man kann Ja, sagen, es dass ist das. man Free for Free nicht so böse sein soll, weil es ihr erstes Immerhin Spiel war es ja, ist. genau. Ja, Wobei das man aber auch stimmt. sagen muss, sie hatten genug Vorlagen, um es besser machen zu können. Ja, ich meine, sie wollten halt unbedingt ihren eigenen Touch da reinbringen Ja, und das gut. Ganze Ich hoffe, sie haben daraus war. gelernt und machen Halo 5 dann Ja. awesome Ich meine, als. weißt du, es ist ja eigentlich, das mit den Loadouts und so war ja gar nicht mal so eine schlechte Idee. Sie war ja ganz lustig. Aber ich meine, Man, wieso haben sie es nicht so gemacht, dass man einfach alles hat? Na egal, das war wieder Zeit. Egal. Auf jeden Fall, ich hoffe, dass sie einfach mal draus lernen. Übrigens noch ganz kurz eine Sache, die ich sagen muss. Es gibt jetzt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gibt Big Team Battle Pro mit vorgegebenen Klassen, ohne Plasma-Pistol. Was? Ohne Ohne Plasmapistel? Plasma-Pistol, Ohne also auf der Map. Plasmagranaten? Ohne Plasmagranaten und obwohl Plasmagranaten weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ohne Plasmapistol Gut, und dann glaube wissen auch wir, ohne was wir gleich machen werden. Flaschengranaten. Genau. Wobei ich Wobei muss ich noch aber glaube, einkaufen gehen, das dass habe die ich nämlich schon wahrscheinlich. wieder vergessen und ich habe wirklich nichts mehr zum Essen zu Hause. Egal, Jetzt muss die noch traurige ist ja Musik wieder. eine halbe Stunde. Gott, ich kann halt nicht reden. Eine Was? halbe Stunde von hier weg, also somit. Achso, ja. Ja, Traurig. genau. Ja. Man hat Egal. gemerkt, dass wir jetzt zum Ende hin weit weg von der Xbox Was One heißt jetzt gegangen zum sind, sondern Ende tief rein in Halo. hin? Was ich nämlich eigentlich noch
zur Xbox One sagen wollte, war einerseits auch, dass ich es schade finde, dass man die Festplatte nicht mehr rausnehmen kann. Kann man nicht? Ich glaube nicht. Wieso? Weil die jetzt fest verbaut ist. Und? Warum? Ja, das heißt, dass man sie nicht mehr rausnehmen kann. Ja, ich weiß, aber warum? Ja, Keine ist das Ahnung, schlimm vielleicht oder ist es. nicht? Warum sollte es? Das ist damit du nicht die Festplatten mit deinen Freunden tauscht und du dann das installierte Game, glaube ich, zocken kannst. Ja, das könnte Das wird natürlich auch wahrscheinlich daran sein. liegen. Wobei, Schlimm finde ich es jetzt nicht. es hieß ja irgendwie, dass das Game, also ich meine, dass ich gehört habe, dass das Game sowohl an die Xbox als auch an den Game Attack gebunden wird. Ja. Ist Was so. ich eigentlich scheiße finde, weil, hallo, ich meine, wenn ich mir eine neue Xbox kaufe und meine alte Schrott gegangen ist, darf ich mir dann für jedes Scheiß-Game, das ich gekauft habe, Die handeln nochmal das. alles neu kaufen. Wenn die Also kaputt geht, die. dann werden sie die Festplatte schon entnehmen, denke ich. Ja, aber ich meine. Zudem hast du ja immer noch deinen Gamertag. Ja, aber ich meine, hallo, ich muss dann ja für jedes wieder diese Gebraucht-Fee bezahlen, Nein, diese Gebrauchtgebühren. das meine ich Warum ja. Die nicht? werden das ja schon irgendwie regeln. Ich glaube, so dumm sind sie nicht. Ja, wer Ja, gut, wer weiß. weiß, bei Billy ist das ja immer so eine Sache, aber Hey, vergiss Billy nicht, ist sie ja gar haben nicht mehr ja in das charge. Mitarbeitermotivationsprogramm eingeführt. Ganz davon abgesehen, eigentlich wollte ich es auch noch gerade ansprechen. Ich habe vergessen. Warte, worüber haben wir gerade nochmal geredet? Die Festplatte ist nicht Festplatte, rausnehmbar. Xbox, Auf der Toilette kann man Spaß haben. Was? Egal. Nur Anglizismen ignorieren wir sind das halt. vielleicht. Nur Anglizismen sind halt. Du hast recht, sehr wohl. Sehr wohl. Right. Puts it cookie down. Nein. Wie war das? Worüber Let wir auch me noch gar break nicht the geredet ice haben. for you. Let me break the ice for you. Ah. What Ja. killed the dinosaurs? The Ice Age. Ja, Ja. der Neude. Egal. Was wollte ich noch sagen? Und zwar, worüber wir gar nicht geredet haben, was ich sehr cool finde, wirklich sehr cool, ist der Controller. Der Ja, Controller den. ähnelt ja jetzt so ein bisschen, ich finde, es sieht so aus wie so eine Mischung aus dem Xbox 360 und dem Xbox 1 Controller. Er ist so ein Ja. bisschen leicht gewölbter und geht so ein bisschen so, aber vom Layout und so ist er doch noch der gute Xbox 360 Controller. Aber was richtig geil ist, der Controller, ich weiß nicht, ob es auch in den Sticks sein wird, aber ich glaube fast nicht. Aber zumindest in den Triggern wird es Force Feedback geben. Wie geil ist das denn? Inwiefern? Force Feedback ist zum Beispiel bei den ganz alten. Es gibt die Billig-Joysticks, bei denen kannst du, also für den PC jetzt meine ich ja, bei denen hast du kein Force Feedback und bei denen steuerst du halt einfach. Und dann gibt es die Premium-Joysticks. Das heißt, wenn irgendwie beim Flugzeug, wenn du Flugzeugsimulator spielst, Turbulenzen sind, dann zieht das Joystick, jetzt so ein Motor eingebaut und der zieht dann von alleine rüber und wackelt und Zeug. Oder zum Beispiel wenn du dir so ein teures Racing-Lenkrad kaufst, dir meistens auch Force-Feedback. Aber wenn irgendwie eine Bodenunebenheit ist, dann wackelt auch das Lenkrad und so Zeug. Und das ist Force-Feedback, wenn der Joystick oder das Gerät sich Ja, halt aber von wie soll das denn alleine bitte? motorisches Feedback geben kann. Und was soll der Trigger für ein Feedback geben? Was weiß ich, bei Ups. einem Rennspiel zum Beispiel, du fährst über der Unebenheit und dann, Ach oder was weiß ich, so. du gibst Gas und du spürst, wenn du im Gang schaltest, dass dann irgendwie, was weiß ich. Ja, dafür hat Aber man das ist doch nur Vibration. endcool. Ja, die Vibration wird ja höchstwahrscheinlich auch noch da sein, aber ich meine, das Force-Feedback an sich, dass der Trigger sich selbst bewegen kann, oder zum Beispiel, was weiß ich, irgendein Spiel, wo du wieder irgendeine komische Michael Bay-Cutscene hast, wo du dich mit irgendeinem Kerl schlägst und dann, oder wenn du einen Armdrücken-Simulator. Arm drücken. Red Dead Redemption 2. Nee, Und da gab's gar keinen dann Arm gibt es halt drücken. Force Feedback. Und es wäre halt auch sehr geil, wenn das Ganze in den Sticks drin wäre, weil Force Feedback ist wirklich etwas, was sehr viel einem Spiel wirklich eine weitere Dimension verleiht. Oh. Das Ich meine, hallo, wie ist cool ist wahr. es denn, wenn du was sich irgendwas fliegst, sondern kommst du in Turbulenzen und das ganze Zeug dingselt hin und her und so. Aber Dingselt. ich schätze, dass in den Sticks höchstwahrscheinlich nicht drin sein wird. Aber auf jeden Fall in den Triggern. Und das ist doch auch schon mal ziemlich cool. Und das finde ich einfach richtig, richtig, richtig geil.
Und dagegen tut mir leid, aber dagegen stinkt der PS4-Controller einfach so ab. Bäm. Der stinkt ab, der PS4-Controller. Ja. Und das finde ich einfach nur saugenial. Und das wurde schon confirmed, oder was? Ja, ja, das haben sie in der Pressekonferenz gesagt. Ach so. Oh. Sehr schön. Ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt haben, aber sie haben auf jeden Fall immer so ein Force-Feedback gesagt. Ich meine, gehört zu haben, dass es der ganze Controller wäre, aber ich glaube, es ist... Sie haben irgendwas von Force-Feedback gesagt. Bestimmt haben die gesagt, our controller will not have a Force-Feedback. Nee, ich war mir nicht mehr sicher, ob sie auch gesagt haben, dass die Sticks Force-Feedback haben oder ob sie gar nicht gesagt haben, was Force-Feedback hat oder ob sie gesagt haben, dass nur die Trigger Force-Feedback haben. Das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall fand ich persönlich das ziemlich, ziemlich, ziemlich saugeil. Ja. Ja. Ja, das hört sich gut an. Also genau. Ist lustig. Bestimmt. Wird bestimmt lustig. Ja. Ja, doch. Was ich mich eh frage, ist eigentlich, wie es mit der Performance eigentlich aussieht von der Xbox, weil sie wird ja auch nicht die super allerletzte Mega-Hardware drin haben, damit sie auch noch bezahlbar bleibt. Wie es eigentlich sein wird, dann mit Ding. Ding. Ja, du weißt schon. Performance. Ja. Jetzt habe ich im Sprechen vergessen, was ich sagen wollte. Warte mal. Es hat sich gleich. FPS. Nein, ja, genau, wie es mit der Leistung stehen wird, weil... Ja, sag ich doch, Performance. Ja, weißt du, hab ich Performance selbst gesagt? Ja, das auch noch. Oh, so. Du hast es gesagt, ich habe es gesagt. Alzheimer von Sorin. Also, ja. Wie es mit der Performance von der Xbox stehen wird, wenn sie ja so multitasking-mäßig unterwegs sein soll. Weil ich meine, sie haben ja nicht das Allerübelste drin und... Ich meine, bei den jetzigen Games und denen, die jetzt noch kommen werden, wird es dann vielleicht noch ganz gut funktionieren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es wieder anfängt, da rumzulegen. Naja, egal. Weil ich meine, das kostet ja auch alles Systemleistung. Diese Hardware, die du hast, wird ja wieder gesplittet in einmal für den Multitasking-Bereich und einmal für, natürlich wird es nicht jetzt 1:1 gesplittet werden, aber trotzdem hast du ja nicht die komplette Hardware zur Verfügung für deine Games. Mit Antworten, die eh schon nicht so gute Hardware jetzt im Vergleich zu irgendeinem Top-PC wird dann auch noch mal schlechter gemacht werden und wie es dann aussieht mit den Games. Aber ich finde das eh relativ interessant, weil man ja eigentlich sagen muss, dass ich finde, die meisten Leute sagen immer, ja, die Konsole hält die Entwicklung auf und bla. Ich finde ganz im Gegenteil, die Konsole treibt die Entwicklung voran. Denn wie so oft greift der Spruch, Not macht erfinderisch. Und mit 512 MB RAM hast du sicherlich eine Not als Entwickler. Und da ist dann eben der Erfindungsreichtum der Entwickler gefragt, wie sie diese hardwaremäßigen Begrenzungen von der Xbox 360 zum Beispiel umgehen, indem sie zum Beispiel ihre Codes entschlacken. Weil ich meine, eigentlich ist ja vieles hängt zwar von der Hardware ab, aber vieles eben auch vom Programmierquellcode. Ich meine, du musst dir vorstellen, die Xbox 360 hat sich hardware-technisch in ihrer ganzen Laufbahn nur minimalst verändert. Und am Anfang lief Oblivion auf der Xbox 360 und hat geruckelt und gelaggt. Und jetzt läuft sowas wie Crysis 3. Und die Veränderung von Oblivion zu Crysis 3 ist ja eigentlich fast nur softwareseitig. Das stimmt, ja. Und eigentlich, sie ist eigentlich nur softwareseitig. Und das zeigt doch eigentlich, was möglich ist. Und ich stelle mir immer vor, wenn es die Konsole nicht gäbe, wie es dann mit dem PC aussähe, dann müsstest du, was weiß ich, für jeden Scheiß... Ich meine, sieh dir Crysis 2 an. Crysis 2 lief butterweich auch auf eher mittelmäßigeren PCs. Und ich glaube, wenn es die Konsole nicht gegeben hätte, würde Crysis 2 auch wieder nur auf irgendwelchen 1000-Euro-Rechnern laufen, auf denen jetzt Crysis 3 läuft. Genau. Und somit finde ich das eigentlich doch ganz interessant, weil eigentlich ist hier der Erfindungsreichtum der
der Entwickler gefragt, ihren Quellcode immer weiter zu entschlacken, immer performance-technischer besser zu machen. Und ich glaube, so eine Entwicklung würde nicht so stark vorangetrieben werden, wenn sie eigentlich immer die Top-Hardware vom PC hätten. Und ich glaube jetzt eh, dass mit der neuen Xbox als auch mit der neuen PS4, also sagen wir mit der neuen Konsolengeneration, wo man die Wii da nicht dazu zählen sollte, da sie jetzt eigentlich auf dem Stand der jetzigen Konsolengeneration ist, aber ganz davon abgesehen, wird diese Ära wieder eine neue Grafik-Ära, glaube ich, einläuten, weil stell dir vor, was mit der Billig-Hardware von der Xbox 360 machbar war, wie Crysis 2 und Crysis 3 und sowas. Und wenn sie jetzt diese super Power-Hardware haben, im Vergleich zur alten Konsolengeneration, dann haben sie ja viel mehr Möglichkeiten. Und ich meine, klar, am PC kann man das zum Teil auch schon sehen, da zeigt sich jetzt nicht so viel, aber ich meine, es ist ja auch oft so, dass wenn sie viele Multiplattform-Titel, es werden ja so entwickelt, dass sie halt einfach für die Konsole mitgedacht wurden, weil man möchte natürlich das ganze Spiel an möglichst viele Konsumenten verkaufen. Und da es sich nicht lohnt, erst für den PC eine eigene Engine zu entwickeln und die dann nochmal für die Konsole irgendwie passbar zu machen, wird das ja alles gleich im Anfang, im Vorhinein so ausgelegt, dass es für alles kompatibel ist. Und jetzt da das schlechteste Glied der Familie, in unserem Fall die Konsolen, ziehen natürlich den ganzen Rest immer runter, wenn du so willst. Und jetzt, da sie natürlich selbst angehoben wurden, dürfte sich ja auch das Ganze mit anheben. Ich meine, nämlich der Standard befindet sich eigentlich ja immer auf dem schlechtesten Mitglied von Dingen, wo es laufen soll. Die Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied, ja. Ja, genau. Gut, dass du mich... Ja, ich ergänze dich gerne in Notsituationen. Dieses Sprichwort habe ich gesucht. Gut, dass ich dir helfen konnte. Ja, das finde ich. Nicht verzagen, Ischma fragen, in allen Lebenslagen. Ja, einfach vorlesen, Harald. Einfach vorlesen. Randale. Inside-Alarm. Stimmt. Wenn sie Halo 2 Anniversary rausbringen mit Multiplayer, dann soll der gefälligst Randale sagen, obwohl da was anderes steht. Der Harald. Ja. Ja. Und das finde ich eigentlich dann doch ganz interessant. Ich meine, wenn du dir zum Beispiel ansiehst, Star Wars 1313 war ja als Only PC gedacht. Und ich finde, daran kann man eigentlich schon erkennen, was möglich gewesen wäre, wenn man eben nicht auf das schwächste Glied sich verlassen muss. Ja, weil das war schon ziemlich krass grafikmäßig. Aber wurde jetzt ja leider dank Disney eingestampft. Ja, danke Disney. Na, was soll man tun? Nichts. Einfach abwarten. Einfach abwarten. Einfach so. Tschüss. Ja, einfach so. Einfach so abwarten. Ja, es bleibt uns wohl nichts anderes übrig, bis zur nächsten E3 zu warten und zu gucken, was. Ja, stimmt. Irgendwer, ich glaube. Scheiße, ja, es war EA. Verdammt, die wollten 13 weitermachen. Nein! Da. Oh, egal. Wir merken uns, bei EA ist der erste Ableger einer Serie immer noch gut. Das verschlechtert sich erst dann, wenn er Berühmtheit erlangt und die EA-Bosse merken, hey, da können wir Geld melken. Siehe das Hey! Welt. Nee, es ist wirklich so. Wenn es irgendeine Trilogie so oder ein Franchise, ja, der erste Ableger, der von EA stammt, ist immer noch eigentlich, also meistens immer noch ziemlich gut, bis auf Online-Pässe und so Zeug. Aber das Spiel, wenn man jetzt allein vom Spiel ausgeht, ist ja immer noch ziemlich gut. Siehe Dragon Age. Und dann kommt der zweite Ableger und der wird immer schlechter und immer schlechter, bis irgendwann EA kommt, ja, die Leute finden das Spiel schlecht, stampfen wir es ein. Tja. Ich meine, sieh dir das hier. Was denn jetzt? Kennst du das Interview von den Entwicklern von Dragon Age 2? Nee. Nein! Oh
Gott. Wieso denn? If you press a button, something awesome has to happen. Button awesome, now connected in Dragon Age 2. Das hat er 1 zu 1 gesagt. Was? Ja, das ist so geil, Mann. Ich wusste es. Oh, das ist einfach so hart. Hallo, ich meine, wer kommt denn... Das ist doch einfach das Todesurteil, wenn ein Entwickler sowas sagt. If you press a button, something awesome has to happen. Button awesome, now connected. Boah, ich muss das finden. Ja, das ist... Das schicke ich dir dann gleich, so wie wir das hier beendet haben. Es hassen. Nun, in Anbetracht der Länge, glaube ich, wird das Ganze... Meines Penis, ja, sprich weiter. In Anbetracht der Länge, die... Und dann lacht er. Oh, du bist so Aufnahme. Ein Booby-Boy. Was? Warum bin ich was? Nein, ich finde nur dein... Ich finde generell, ich habe ja auch viele Freunde, die sich gerne auf so ein Niveau herunterlassen. Oh, du hast sehr viele Freunde, die sich auf so ein Niveau heruntersetzen. Eigentlich muss man sagen, fast die gesamte Menschheit setzt sich auf dieses Niveau herunter, solange sie männlich ist. Hallo, ich meine... Ja, komm, ich weiß schon, worauf es geht. Genau. Früher oder später immer um Penisse. Oh. Ja, das traurig, aber wahr, ja. Ja. Egal. Deswegen aufgrund der Länge, so, ja. Aufgrund der Länge dieser Aufnahme wird es jetzt höchstwahrscheinlich doch ein Podcast werden. Ja, gut. Was ich werde so machen, dass ich als erstes die Podcast-Version releasen werde und dann die Videoversion vom Podcast. Die wird dann höchstwahrscheinlich wieder auf sich warten lassen, sofern sie überhaupt kommt, weil mein PC ist schlecht und das braucht dann wieder Stunden zum Rendern und ja, man weiß, wie viel Lust ich habe. Sowas immer zu tun, weil ich ein fauler Mensch bin. Und es ist wirklich scheiße, an einem Kack-PC zu arbeiten. Und ich müsste mir endlich meinen Schülerjob besorgen, meine Faulheit überwinden und mir einen gescheiten PC kaufen. Aber, tja, an letzterem scheitert es an meiner Faulheit. Nun gut, bevor wir das Ganze jetzt noch weiter in die Länge ziehen und der Ischmer dann noch einschläft und, ja. Ich doch nicht. Es ist immer krass, immer wenn ich einen Podcast mache, die Leute... Auch bei dem Halo 4 Podcast, ab einer Stunde werden sie genervt. Dann möchten sie, dass die Aufnahme jetzt endet. Das habe ich nie gesagt. Aber du hast es gedacht. Na, ja, kurzzeitig. Nein, habe ich nicht. Niemals. Ich müsste nur mal bald langsam auf die Toilette und wundersame Ach so. Sachen darauf machen. Ach so, da deswegen die ganze Zeit die Anspielungen. Ich hab dir doch gesagt, welche Anspielungen? Wann habe ich denn darauf angespielt? Ja, du hast angespielt, dass auf der Toilette kann man tolle Sachen machen. Ja, vor einer Stunde habe ich das gesagt. Ach was. Wie kam ich denn darauf noch? Egal, das wirst du dann herausfinden, wenn du dir das Ganze wieder anhörst. Ah. Okay. Bestimmt, ich weiß eh, dass es wieder so ist, dass wir zigtausende Themen angesprochen haben, aber nicht zu Ende gemacht haben, weil wir dann, während wir das Thema besprochen haben, abgeschweift sind und auf ein anderes Thema übergegangen sind. Das ist ganz oft, vor allem bei so langen Aufnahmen. Ja. Tja. Und weißt du, sowas hasse ich eigentlich als Erzähler, als Zuhörer meine ich, wenn irgendwer in einem Video irgendwas vergisst und du weißt noch, was er sagen wollte und du willst es ihm so gerne sagen. Du hast Sarkome übersehen! So ungefähr. Ja. Und das Schlimme ist ja, es ist sogar so, ja. Nur dass ich nicht so hinterwäldlerisch bin und es dann wirklich in die Kommentare schreibe. Hey, Gronkh! Da war Eisen! Ja, und jetzt hast du es in die Kommentare geschrieben. Setz ich den Spielstab einfach zurück und hol mir dann dieses Stück Eisen. Oh Gott. Naja, apropos Eisen. Lädst du dir jetzt echt die Videospur noch runter, oder? Was hat das mit Eisen zu tun? Ja, ich habe da auch Eisen gefunden. Oh. Ja, irgendwann werde ich sie runterladen müssen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das noch an diesem Wochenende mache oder... Obwohl, könnte ich heute noch machen. So lange tun, schau mal, ich bin jetzt einkaufen. Ja. Nein! Dann kannst du deine Big Team Battle Let's Play aufnehmen währenddessen. Ja. Ach. Und gleichzeitig, was weiß ich, ein, zwei Parts schon mal runterladen.
Und bis ich zurück bin, bist du dann fertig. Und dann können wir Victim Battle spielen. Alter, ich habe in meinem Leben auch noch andere Sachen zu tun, als hier so Multitasking-mäßig. Alter, ich Ja, überlege ich es mir, dachte, mal das sehen. musstest du doch sowieso tun. Also Sonst so. mache ich das am Mittwoch. Keine Sonst Sorge. war. Achso, okay, ja, gut, Das, dann irgendwann ist wird es. es soweit sein, ja. Irgendwann wird Nur, es dass es soweit halt sein. schon irgendwie Spinnenweben Ja, jetzt. ach, das haben die Hälfte meiner Projekte, also Ja, so. deswegen müssen wir wirklich einen strukturierten Businessplan für das Geplante erstellen. Oh ja, stimmt, das Geplante. Nur Planung ist tight. Und ich denke, das wäre ein super Slogan. Nur Nur vielleicht Planung nicht ist mit der Zeit. Planung, aber mit ist tight. Ich würde, ja, es wäre wirklich kein schlechter Slogan, aber ich würde noch in Klammern fair davor stellen, so ein Bindestrich. Fair ist tight. Strich. Nein, vor das Planung. Verplanung ist tight. Ja. Was? Verplanung? Oh Gott. Ach, so meinst du das? Ich dachte, so fair wie fair spielen. Och Fairplay. nein. Ein Fair. Verplanung ist tight. Verplanung ist In Klammern, Creme verstehst du? fraiche. Das ist dann so, das ist so twisted dann irgendwie. Alter. Das ist so, wie wenn die Leute Wie so hast du. schlechte Wortanspielungen machen und dann auch immer so in Klammern das Zeug schreiben. Wie hast du das heute genannt in deinem Video, das ich geguckt habe, Ich mit weiß dem nicht, Backend? eigentlich, ich weiß es nicht Du mehr, hast weil. nicht mit Flow gespielt? Nee, mit Charme? Ich weiß es nicht, weil ich habe mir das Video selbst noch nicht angesehen, weil dieses Video ist schon seit Du Loser. Ewigkeiten hochgeladen. Und Saiko hat mich gestern gefragt, heute ist übrigens Samstag, hat mich gestern gefragt, Samstag der wievielte? Ihr werdet es dann in einem Monat sehen hier, also hören. 25. 25, heute ist Samstag, der 25. Mai. In Und einem Monat? nein, ich sage nur Ende sowas schon immer, Juni? damit die Leute. Dafür habe ich nicht unterschrieben. Egal, auf jeden Fall ist dieses Video schon Ewigkeiten hochgeladen und ich habe es jedes Mal nicht geschafft, mich zu überwinden, die Beschreibung zu machen, weil ich stecke da immer Boah. sehr viel Liebe rein Ja, Liebe. den Titel. Und deswegen hat der Psycho, der mir dann gestern gesagt hat, ja, willst du das Video nicht langsam mal veröffentlichen? Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich heute noch. Siehe da, ich habe es nicht gemacht. Wie so immer, wie so oft, meine ich. Und deswegen hat kurzerhand er es in die Hand genommen und er dann veröffentlicht. Und deswegen weiß ich nicht mehr, was ich darin geredet habe, weil das letzte Mal, als ich dieses Video gesehen habe, war, als ich es geschnitten habe. Und das Aufnahmedatum davon ist sehr, sehr, sehr lange her. Ich glaube 3 Wochen oder so. Ich glaube, wenn nicht sogar schon fast einen Monat ist das Video alt. Oh, naja. Ja, und Shit deswegen weiß ich happens. nicht mehr. Wir Ja, labern hier shit schon happens. ziemlich lange nur noch Ich über weiß, es Scheiße, ist immer so. obwohl wir Ich aufhören persönlich, wollten. ich glaube, die Leute finden das lustig, wenn man am Ende noch so verplant irgendeinen Shit labert. Einfach nur so, um zu labern. Und wenn sie es nicht Ah. lustig finden, dann haben sie eh schon abgeschalten. Also somit. Oh Gott, Ja. weißt du, woran ich jetzt gerade denken muss? Kennst du noch von Super RTL Boah. diesen unglaublich schlechten Slogan, du kannst mich mal einschalten. Aha. 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 Was? Kennst du den nicht mehr? Weiß ich nicht. Das sagt mir jetzt gerade nichts. Das war noch zu Du Zeiten kannst des Analog-TVs. mich mal. Alter, ich weiß ja auch, was für ein TV ich hatte mit 12 Jahren. Nein, ich meine des analogen Fernsehens. Ich meine, jetzt ist ja alles mit Digital-Receivern und so. Alter, Egal, ich schaue eh kaum Fernsehen, also somit habe du ich auch keinen kannst mich mal Digital-Receiver und einen einschalten. Fernseher Das im kann Augenblick sein, mehr. ja. Super RTL. Ja, wer will schon Super RTL freiwillig empfangen, sondern. Freiwillig empfangen. Das ist, als ob man das so aufgezwungen kriegt. Ah, guck, super, Alter. Oh Hier, Gott. nee, warte, hier bin ich zu Hause, oder wie heißt es? Ich weiß es nicht. Alles, wo RTL draufsteht, steht für schlechte Qualität. Nee, Weil. RTL 2 ist lustig, finde ich. Ja, okay, das geht Da sind noch. so immer der Außer es kommt Trödeltrupp, Henning die sie Lindner. fette Menschen aus Scheiße holen und. Ich meine, da benutzen sie keine Du meinst Darsteller, das sind wirklich fette Assi-TV. Menschen. Das sind fette Fette Menschen, das musst du Menschen. dir Schon wieder ein vorstellen. Insider. Was sagt der Insider-Counter? Ich glaube, wir sind bei 2. Zwei. 12. Nee, drei. Nur Anglizismen sind tight, Harald nur Stimmt. mal vorlesen und Und wenn wir die ganzen was hatten wir jetzt Arnold-Sprüche auch noch? noch dazu zählen, dann sind wir schon deutlich weiter. Was für Krass. Sprüche? Die ganzen Arnold-Neudel-Sprüche. Ah ja, stimmt. Ja, Kokainum. Kokainum. Ja.
nachdem wir jetzt zu The Chopper getten. Nein, To the Chopper getten. ja, genau. Und wo waren wir eigentlich ursprünglich stehen? Wir haben darüber geredet, dass du denkst, dass die Leute das lustig finden, wenn man hier noch verplant redet. So wie Peter Klöppel RTL aktuell. Kennst du eigentlich, ja stimmt, ich wollte noch eigentlich was anderes sagen, was ich auch noch lustig finde, ist Carsten Stahl. Es gibt keine so unprofessionellen Privatdetektive wie Carsten Stahl. Muskeln überall, Carsten Stahl, Stahl, Carsten. Egal, Carsten Stahl ist lustig, das stimmt schon. Nee, aber ich schaue es nicht. Was würde MacGyver tun? Was? Jetzt haben wir dann bei noch mehr Insider. Außer ich verlinke das Bild im unten, aber ich weiß nicht. Habe ich dir das Bild eigentlich mal gesendet? Welches? Das mit was würde MacGyver tun? Nee. Muss ich auch noch tun. Also warte, ich muss mal aufschreiben, was ich jetzt alles senden muss. Oh, gib Möhre, die Toilette ruft. What? Eschwa, MC Geiber komm tun. Zu mir. Geil. Meine Brille ist so weich. Tun. Und warm. Was soll ich hier noch senden? Ah ja. Dragon Age. Button Awesome. Du darfst ja gleich scheißen gehen. So. Okay. Gut, da wir das jetzt beendet hätten. Ja. Es war nett, dass ihr uns eventuell zugehört habt. Falls ihr uns eventuell. Oder nur so nebenbei laufen habt. Ciao und tschüss, sagt der Quert. Vielleicht, wer weiß, vielleicht hört man uns ja zum Einschlafen. Vielleicht sind unsere Stimmen ja einschläfernd. Und Leute hören uns in der Nacht zum Einschlafen. Ich meine, seit neun. Leg dich einfach hin, am besten auf das linke Ohr. Nee, weißt du, ich meine, selbst iTunes hat scheinbar jetzt erkannt, dass manche Leute wirklich gerne Podcasts zum Einschlafen hören. Denn seit neun gibt es bei Podcasts einen Sleep-Timer. Oh mein Gott. Aha. Oh mein Gott. Daddy, liest du mir was vor? Ja, ich mach gleich den Podcast an. Sind wir so weit schon gekommen? Ist der Verfall der Zivilisation schon ja, so Apple weit? Halt, Apple, ne? Ja, iTunes, ja. Aber muss ich persönlich ehrlich immer sagen, dass Apple und Podcasts hat bisher immer super funktioniert. Das da kann mag sein. Also die Synchronisation zwischen den Geräten und iTunes und allem ist wirklich top. Ich bis auf die Tatsache, dass sie jetzt seit neuem auf diese Podcast-App umgestiegen sind und das nicht mehr in den Musik-Hub integriert haben, was dazu geführt hat, dass man sich die Beschreibungen von Podcasts nicht mehr durchlesen kann. Und ich meine, was gibt es Wichtigeres als Beschreibungen von Podcasts bei einem Podcast, weil dort die ganzen Timecodes drin stehen? Ah, das weiß ich wirklich nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Was auch komisch ist, dass ich mir bisher noch nie einen Podcast angehört habe. Das solltest du es tun. Abonnier Heiko und Querz, ja? Das ist sehr gut. Wow. Ja, das kann ich machen. Vor allem, dass ich jetzt hier mitwirke, aber dennoch noch keinen Podcast gehört. Ja, das ist immer das erste Mal. Ich finde Podcasts eigentlich ganz lustig. Vor allem, wenn man unterwegs ist irgendwie zum Hören, halt ist das eigentlich ganz cool. Hm. Wenn man mal keinen Bock auf Musik hat. Ah, ja. Could be. Nun gut, da du ja sehr dringend austreten musst, möchte ich dich natürlich auch nicht weiter aufhalten. Viel Spaß beim Auffischen. Okay, danke. Oh Gott. Ja. Ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich erst und dann der coole... Verabscheiden. Und dann der coole Gastgeber. Es wird ein Affinity. Ja, Affinity. Wie hast du gesagt? Affinity. Affinity. Es wird ein Affinity. 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 Naja, auf jeden Fall, es war mir eine Ehre, mitzuwirken und dabei zu sein und coole Sachen zu labern. Zu producen, only Anglizismen sind tight. Ja, das stimmt. Naja, und auf jeden Fall, ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal und ich bin Ishma und sage auf Wiedersehen. Genau, schaut, sein Kanal ist auch in der Podcast-Beschreibung. Ah ja, in der ja. Videobeschreibung muss ich natürlich auch ein Video zum Podcast geben, da Heiko mich sonst noch schlägt. Ja. Nostradamus Gaming ist cool. Klick drauf. Schleichwerbung. Oh, Schleichwerbung. Ich mag Schleichwerbung. Ja, okay, dann verabschiede ich mich auch nochmal. Ciao und tschüss, sagt der Quert. Ja. Ist dir aufgefallen, dass ich immer zweimal Ciao und Tschüss, sagt der Quert, sagen muss? Erstmal sage ich Ciao und Tschüss, sagt der Quert. Dann nehme ich wahr, dass ich Ciao und Tschüss, sagt der Quert, gesagt habe.
sagt, okay. Und dann sage ich immer, egal, ciao und tschüss, sagt der Quer. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und Sie hören auch das nächste Mal wieder zu. Für mehr von uns abonnieren Sie doch diesen Podcast oder besuchen Sie uns auf YouTube. www.youtube.com/psycho198